Ich kann natürlich den Deckel aufmachen, dass ich einfach dann...
said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline.
it's gonna be a bad day. Oh God. Damn, ain't that great. Yikes. Boss is a jerk and I'm not even that great. You. I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, 1 minute. That's right. Cash in for a ticket. Okay. And I don't plan to visit. No. Till I feel like I'm winning. Yeah. Nase drauf ist. Ich glaube, sie hören uns gerade. Ah, jetzt hört man uns. Oh mein Gott, ich verstehe dich richtig gut. Sag mal was. Guten Tag. Was trinken muss. Wir können erstmal sagen Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zum Livestream. Trink mal einen Schluck. Des Finales. Du hast den Oberpingel neben dir sitzen. Zwischen den Rheinos Bonn und den Münchner Wolpertingern bei der deutschen Quidditch-Meisterschaft. Wir sind noch nicht drauf. 2022. Jetzt sind wir schon offiziell drauf. Ich glaube, wir sind schon offiziell drauf. Ich gehe davon aus, hey, dass wir gerade live sind. Sind wir live? Kann uns das mal jemand sagen? Wir sind schon live, sonst würde ich nicht diese Begrüßung machen. Oh, es tut mir so leid, das fühlte sich irgendwie an wie ein Soundcheck. Also, noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen zur Deutschen Quidditch-Meisterschaft 2022 in Bamberg. Ihr hört ab jetzt Henriette Schröers. Ja, das bin ich, glaube ich. Und Jojo, also Johanna Leute, Rex. Es geht schon gut los. Aus Leipzig. Fühlst du den Hype? Fühlst du den Brain Death in meinem Kopf? Ja, schön, dass wir uns richtig professionell vorbereitet begrüßt. Ach toll, es ist auch für uns die sechste Stunde. Guten Tag, wir freuen uns. Wir sind schon ganz hibbelig vor Aufregung vor diesem großartigen Finale zwischen Rheinos Bonn und Münchner Wolpertingern. Ah ja, wir dürfen uns nicht erschrecken, wir sind on pit.
Genau, ja, es wird unten schon geklatscht. Es kommen langsam alle SpielerInnen aufs Feld. Die Stimmung im Stadion auf den Rängen ist jetzt auch langsam, heizt langsam hoch auf finale Stimmung. Wir hören hier schon links und rechts das Klatschen und Grölen. Es ist wundervoll, ich liebe diesen Moment. Ja, und gerade können wir auch ein kleines Close-up auf die Bonner SpielerInnen sehen, die Rhinos Bonn. Die sind Bonner und wir nicht. Genau das. Und die stehen nach einem ziemlich gut durchgestarteten Ding einfach im Finale. Die haben immer über 100 Punkte gemacht. Gespielt, aber geil. Und dann haben sie jeden Schnatz gefangen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, die haben jeden Schnatz gefangen. Die hatten im Endeffekt immer mindestens 100 Punkte. Wobei, wenn man sich das Ganze mal anguckt, hatten die Münchner tatsächlich immer 150 oder mehr Punkte. Und haben zweimal den Schnatz nicht gefangen. Also wir können uns auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel freuen. Und die Gegner von Bonn haben es, da waren Bochum am allerbesten mit 60 Punkten, mit 60 Tore geschafft gegen Bonn. Und in München war es Berlin, die Foxes. Die Foxes? Ich will nicht überrascht sein, aber die Foxes, oh wow. Haben 50 Punkte gegenüber München gemacht. Good on you, Flying Foxes Karlsruhe mit 50 Toren. Ja, wow, ich bin ein bisschen sorry, dass ich so überrascht bin. Aber das ist wirklich eine geile Leistung für so ein kleines Team. Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass es bald losgeht, denn die Referees haben bereits im Ref-Meeting und stehen in der Mitte des Platzes. Oder nein, sie sprechen mit den Speaking Captains gerade. Für alle, die Quidditch nicht kennen, im Quidditch ist es so, dass Ich glaube tatsächlich, etwas aufgeheizte Kommunikation zwischen den Teams und den Referees, also den SchiedsrichterInnen, entgegenzuwirken. Wir jetzt gerade im Bild sehen, das sind Niklas Müller links und Schula Vogelin rechts. Genau. Und neben denen sehen wir die Speaking Captains von den Rhinos Bonn und den Münchner Wolpertingern. Die haben nämlich das offizielle Recht, mit den SchiedsrichterInnen zu reden und eben ein paar Sachen zu klären, damit nicht immer so ein Haufen entsteht, alle SpielerInnen auf die Referees raufrennen und mit denen diskutieren. Eine wichtige Institution. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass dadurch die Gemüter immer ein bisschen entspannter sind als sonst. Also in anderen Sportarten. Jojo, ich muss dir sagen, Achtung, Oma erzählt vom Krieg. Ich bin richtig gerührt von Nostalgie, wenn ich das mir anschaue. Für mich sind ja die Rhinos, für mein kleines Quidditch-Herz, seit 2015 bin ich in der Quidditch-Welt, sind die Rhinos so die Aristokraten. Das sind so für mich die Legenden. Die waren da, seit ich Quidditch spiele und waren auch saugut, seit ich Quidditch spiele. Und München wäre so der, wenn Bonn der alte Adel ist, ist München so der neue Adel. Ich erinnere mich noch dran, als München so ganz klein war und es wirklich leicht war, gegen sie zu gewinnen. Das waren Zeiten vor Jahren. Und dann haben die irgendwann so nachgezogen und wurden so geil, wie sie jetzt sind. Und dauernd, irgendwie habe ich das Gefühl, in jedem Finale steht München. Aber dann irre ich mich auch. Vielleicht noch so nicht, aber auf jeden Fall, klein sind sie nicht mehr. Die haben seit letzter Saison auf jeden Fall immer ein Zweiteam auch. Und schönerweise ist für die Münchner Wolpertinger alles in Erfüllung gegangen, was sie sich gewünscht haben. Sie haben sich nämlich einerseits gewünscht, gegen Bonn im Finale zu stehen, weil beim letzten EQC hat Bonn im Finale gegen die Münchner Wolpertinger gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch hört, wenn hier im Stadion sehr laut gesprochen wird. Wir wissen, dass alles echt nicht so optimal gelaufen ist. Und ja, dafür noch ein ganz herzliches Danke an euch alle. Und ich bin so froh, dass wir das jetzt mit einem wundervollen Finale abschließen können. Und ich soll euch noch daran erinnern, dass ihr in Lost and Found euer Zeug mitnehmen sollt, die Umkleiden sauber machen sollt, also euer ganzes Staff mitnehmen. Nach dem Finale werden wir versuchen, so schnell wie möglich die Volunteer-Halle wieder aufzumachen. Und genau, wir werden euch halt im Simple updaten, wenn die offen ist. Und dann könnt ihr euer Zeug da auch abholen. Genau. Und jetzt genießt das Finale. Viel Spaß! Gerade konnten wir noch einmal eine kleine Ansprache vom Tournament Director hören, genau. Ist er das? Ja, ich glaube, ja, das war der Tournament Director. Das ist Dominik. Und wir können jetzt hier schon mal das Publikum sehen. Oh, hier schon die Leute, super Orga, hey. Und Bonn
klatscht mit. Während und freut sich. Schon auf den Huddle vorbereitet. Ja. Das ist ein, dieses Jahr hat Bonn wirklich einen Run. Ich meine, die haben dieses Jahr beim EQC, also EQC 2022, D1, wo die besten Teams Europas antreten, den 6. Platz gemacht. Und das ist bisher die beste Leistung, die ein deutsches Team dort bisher schaffen konnte. Und das ist wirklich eine krasse Leistung, weil die Spiele sind nicht leicht. Gleichzeitig hat München, also die Münchner Wolpertinger, haben dieses Jahr den deutschen Quidditch-Pokal, das andere große Turnier in der deutschen Quidditch-Community, gewonnen. Das heißt, auch die haben eine Gewinnsträhne. Und was ich vorhin angesetzt habe zu erzählen, ist, dass sie nämlich beim EQC im Finale gegen Bonn standen und verloren haben, jetzt aber sich gewünscht haben, gegen sie im Finale zu stehen und das quasi wieder aufzuholen. Und ihr Ziel, also ihr Wunsch war es auch, ins Finale zu kommen hier und heute, und sie sind davon ausgegangen, dass sie auf jeden Fall unter die ersten vier kommen. Ich würde sagen, zu Recht. Ja, da muss man nochmal das Selbstbewusstsein aufbringen oder das Wissen um das eigene großartige Können, um das mal einfach so sagen zu können. Aber es hat funktioniert. Ich würde sagen, vielleicht war es auch einfach eine gute Selbsteinschätzung. Gesundes Selbstvertrauen nennt man sowas ja auch. Und vielleicht ist das ja auch das Geheimnis von diesem Team. Gesundes Selbstvertrauen, was übrigens beide Teams haben. Ich bin schon, also ich möchte jetzt nicht, dass das so klingt, als wäre ich der absolute Bonn-Fan. Natürlich liebe ich Bonn, aber ich finde, dieses Team strahlt einfach so eine geile, so einen geilen Team-Spirit und so eine Motivation aus, die ich einfach bei München durfte ich die nicht kennenlernen, weil ich habe nur bei Bonn schon mal trainiert. Und da habe ich gedacht, oh, das ist so cool. Da würde ich auch gern mitmachen. Ja, wir können ja erfahren, wir können an dieser Stelle nochmal Grüße an Johnny rausschicken. Henny und ich spielen eben beide in Leipzig und Johnny geht jetzt nach München und die Münchner Wolpertinger können sich wahrscheinlich über einen neuen Spieler freuen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es steht noch nicht zu 100%. Wir wollen den aber auch wieder zurück, ne? Also nach einer gewissen Weile wollen wir ihn wieder haben. Ich bin gespannt, was er erzählt. Was ist das Geheimnis von München? Was ist das Geheimnis? Was für Team interna kann er uns verkünden, gewinnen, wie wir dann wieder hier natürlich unter uns im Livestream weiterreichen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer heute gewinnt, weil ich glaube, beide Teams haben einen Kader, mit dem sie hier absolute krasse Leistung zeigen können. Haben sie ja schon gezeigt in den Spielen, die sie gespielt haben. Kein einziges Spiel verloren, immer extrem hohe Punktzahlen, also da wird gescored. Und gerade auch mit der Geschichte aus diesem Jahr, dass einfach das Finale im EQC so gelaufen ist und so. Ich bin gespannt, ich freue mich. Find ich auch richtig gut. Und hier München, die Eulenstreber, die haben ihre Subline hier schon stehen und das ist eine hochkarätige Starting Line. Die Nummer 5 ist Sabrina Laik. Die Nummer 6 ist Marinus Stadler, auch ein Name, den ich schon sehr oft gehört habe im Quidditch. Die Nummer 99 ist Lukas Schmidt. Die 27 ist Monika Basilio Hazas. Oh, ich hoffe, es war nicht falsch. Die 39 ist Uda. Die tatsächlich auch Nationalspielerin ist. Uda ist auch ein Powerhouse in der Beater-Szene, nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Da können wir auf jeden Fall starke Beats erwarten. Und ja. Christian Forner, die beiden sind eigentlich das magische Duo. Der Riesentyp, der hier gerade rechts auf und ab tigert. Den man aber nicht sieht tatsächlich. Den man leider nicht sieht. Also bei uns tigert der rechts auf und ab. Jetzt sehen wir Uda rechts auf und ab tigern, aber Chris Forner ist natürlich, Chris Forner ist einfach auch in der Nazio, also in der deutschen National, ich wollte gerade 11 sagen, wow. Ja, was sagen echte FußballkommentatorInnen in dem Moment? Die sagen wahrscheinlich, was das geht durch Dream meinen Team. Kopf? Das Dream Team. So. Was geht durch ihren Kopf, während sie sich auf dieses Finale, das ihre Karriere bestimmen könnte? Das Einzige, was in so einer Situation zählt, ist Fokus. Finden wir. Die Bonner holen sich hier nochmal die Zustimmung vom Publikum. Und wir können nochmal in die lächelnden Gesichter der Münchner Wolpertinger gucken, die am Rand stehen, die wahrscheinlich noch besonders also die sich jetzt auch einfach extrem freuen. Ich glaube, großartig. Ich krieg ja fast Gänsehaut, wenn ich mir die Starting Line angucke von den Rhinos Bonn. Da kenne ich sogar Namen mal ein bisschen schneller als bei den anderen. Wir haben hier Motte Müller, ein Gründungsmitglied von den Rhinos. Ich will lügen, ich glaube 2015 gegründet, genau. Ein Gründungsmitglied daneben, der ewig junge Leon Bürgers, der nicht mehr daneben, sondern wegläuft. Nur ein kurzes Announcement. Jetzt gibt es ein Announcement durch die Lautsprecher. Es keine Verwirrung gibt. Also es ist ein Best-of-Three-Finale, das heißt, das erste Team, das zwei Spiele gewinnt, ist deutscher Meister. Wir werden
10 Minuten Pause machen zwischen diesen Spielen. Ich glaube, das war's. Also, dass ihr alle wisst, nicht nach dem ersten Spiel gehen. Und ihr müsst auch nicht total ausrasten, das ist noch nicht der deutsche Meister. Okay. Aber auf jeden Fall viel Spaß. Ganz kurz noch, ich möchte das fertig machen, weil ich es bei München auch gemacht habe. Hanna Große, Leander Troll, Julia Pugnagi und Till Wagner stehen hier bei der Starting Line. Genau, und um das nochmal klarzustellen, weil wir es vielleicht auch gerade schon ein bisschen anders gehypt haben, es handelt sich heute um ein Best-of-Three-Finale. Oh, das heißt, Bonn spielt gegen München. Und es gibt noch ein drittes Team. Weißt du, welches dritte Team? Ein drittes Team. Es gibt das erste Team, es gibt bis zu drei Spiele und das erste Team, was zweimal gewinnt, hat dieses Turnier gewonnen. Und gleich ertönt das Brooms ab. Headref ist Chula Bugeling aus den Niederlanden. Und es geht los. Das sah aus wie ein... Das war ein Frühstart, aber ich glaube tatsächlich, dass beide Seiten früh gestartet sind, wenn ich es richtig gesehen habe. Nur die eine Seite hat sich über die andere aufgeregt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wer hat sich über wen aufgeregt? Ich weiß gar nicht, wenn die, gibt's wieder das Ref-Mikrofon? Ich finde auf jeden Fall sehr lustig, dass die 6 der Münchner Wolpertinger den Besen gerade, hat wieder zurückgelegt an eine Stelle. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also, weil bei anderen Turnieren ist es teilweise so, dass wir dann die Klappe halten müssen, wenn die reden. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist. Ach ja, wir sind so gut vorbereitet. Nein, ich glaube, wir müssen nicht die Klappe halten. Soweit ich weiß, eine blaue Karte für... Number 7, Bonn, false start! Brooms up, receive! Oh mein Gott. Oh, das war gerade so. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch gehört habt. Aber mein Trommelfell ist unter Umständen gerade geplatzt. Oh, mein Gehirn. Ich war immer so leise, aber... Es war... Unfassbar laut. Alles klar, wir haben gerade alle, wir sind alle wach. Wir sind alle wach für den Neustart des Best-of-Three-Finales. Wer den ersten Start verpasst hat, hat jetzt noch eine zweite Chance. Dieses Finale bietet uns einfach alles, für jeden was dabei. Wunderbar, jetzt geht Till Wagner statt Christian Zimpelmann ins Rennen gegen Marinos Stadler. Beides, glaube ich, schnelle Leute auf jeden Fall. Es gab eine blaue Karte für einen Frühstart. Ist schnell, aber darf man Marinos sich dagegen sich stellen mittlerweile? Ich verstehe es nicht. Na gut, ja, der Quaffel ist auf jeden Fall. Der Quaffel ist in den Händen der Rhinos Bonn. Und sowohl die Bludger Control. Control. Control in Händen der Rhinos ist gefährlich. Und Leon möchte kein Risiko eingehen, sondern wirft seinen Ball nach hinten. Und wir sehen hier einen Angriff, einen sehr ruhigen Angriff von den Rhinos Bonn, die versuchen, Napalm zu spielen. Das heißt, dass sie... Aha. Oh, Triple BS. Es gibt keine Bieter auf Seiten der Münchner Wolpertinger. Lass mal schaffen, innerhalb der ersten 35 Sekunden Triple BS. Und wir haben auch schon den ersten Haufen auf der rechten Seite. Der Quaffel liegt am Boden. Es ist gerade wirklich nur Bieter-Game. Der Quaffel ist mittlerweile in den Händen von Christian Vorner. Nicht, dass ich hier ich komme durcheinander mit den Vor- und den Nachnamen. Doch, Christian Vorner. Was ist Christian Vorner? Das ist der Vorner Christian. Wir sind hier in München. Das ist der Vorner Christian hat jetzt... Das ist egal, wie die Reihenfolge ist. Auf jeden Fall. Ein haben wir jetzt von Uda gegen Motte. Genau, wir haben trotzdem noch die Bludger Control in den Händen der... Oh, schön gesaved von Bonn. Schön gesaved. Ich das glaube, ich habe die Hände vom Keeper Till Wagner am Quaffel gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der wurde auf jeden Fall aus der Luft gefischt, bevor er durch die Ringe durchgegangen ist. Kein Tor für München. Wie witzig eigentlich, dass wir uns gerade eben gefragt haben, ob man den Ref hört. gehört bis an unser Lebensende. Und Till zieht rechts vorbei an den Hubs. Verliert Kurt den Quaffel, zieht ihn wieder auf. Wird festgehalten, getackelt, am Trikot gezogen, aber das hält ihn alles nicht auf. Und Leander Troll stellt einen Block, der auch zieht. Es gab den ersten Goal-Attempt, aber der Quaffel ist jetzt in den Händen der Nummer 5 aus München und sicher beim Keeper Christian. Und die Bieter sind bis gerade eben noch in einer innigen Umarmung am Boden geblieben. Control liegt wieder bei Bonn. Ich glaube, das Ziel der Rhinos Bonn ist einfach die Bludger Control, dieses komplette Spiel nicht herzugeben. Die denken sich einfach, gut, die haben wir jetzt und die behalten wir jetzt. Genau, so sieht das jetzt heute aus. Und Uda zieht vor, verwirft leider. Quaffel und der Quaffel geht gefährlich nah an die Hoops, so nah, dass der Keeper der Rhinos Bonn, Till Wagner, es aufnimmt und einen Hero Run versucht. Er rennt zu den Hoops, er passt nach rechts auf Hanna Große. Passt
Hanna Große wollte wieder rausgefischt von München und dann das Tor durch Leander Toll, wenn ich es richtig gesehen habe. Es war gerade ein schöner Konterlauf, der eben nicht alleine gelaufen wurde, sondern es sind zwei Leute mitgezogen, sie konnten noch hin und her passen. Und wenn das Tor steht, dann einfach, weil alle drei am Start waren. An dieser Stelle Disclaimer, ich kann die Namen von Bonn besser, weil wir einfach alle schon so unglaublich lang dabei sind. Aber wir geben uns alle Mühe, die Namen aufzukriegen. Das war kein Tor, sagt Schula, unsere Head Refin. Ich weiß. Jetzt gibt es ein Fight um den Quaffel. Darf man? Auf dem Boden, ich glaube schon. Nee, doch. Doch. Marco überlegt sich, in welche Richtung er das Foul jetzt anzeigt. Wahrscheinlich war das aus Ref-Sicht ein Foul von Lille? Ich glaube, Till Wagner. Meine Kontaktlinsen sind heute nicht die besten, das hatte ich aber auch schon öfter mal erwähnt im Livestream. Das sind so meine Kontaktlinsen und das Wetter und dass ich ein bisschen wirr im Kopf bin. Das sind, glaube ich, Konstanten. Oh Gott, könnt ihr das Mikro noch mal leiser machen von den Raps? Dankeschön. Oh Gott. Au. Yellow Card, also gelbe Karte für Till Wagner für Kontakt unterhalb des Knies. Ich glaube, das kam gerade ein bisschen gestückelt bei euch an. Bei mir kam mein Trommelfell gestückelt an. Hennys Trommelfell, heute in Stücken. Also Till Wagner hat eine Karte, das heißt, die Rhinos Bonn sind ein Chaser weniger auf dem Platz. Und die Münchner Wolpertinger machen jetzt einen sehr entspannten Angriff, die bauen sich gut auf. Wie lässig sind bitte die Bieter von Bonn, die da so, also das muss man erstmal machen. Und vor allem, dann darf er jetzt von hinten getackelt werden. Ich finde aber auch, Christian, dass wir in Bewegung bleiben, dass es nicht passiert. Und wie lässig die viel mehr Bieter. Christian vorne hat einen Longshot versucht, nachdem ihm ein Block gestellt wurde. Der Ball ist immer noch in den Händen der Münchner Wolpertinger. Und auch ein Longshot, der da hinten ging. Keeper von Bonn zieht vor mit dem Quaffel in der Hand und bremst. Und da war ein Stealing vom Quaffel. Aber ich glaube, sie ist doch noch an seinen Rücken gekommen. Also die Nummer 5, das heißt Sabrina Like, scheint gerade in den Rücken von Lele gelaufen zu sein. Eventuell Leander Troll, Nummer 7 der Rhinos Bonn. Das könnte ein Contact von behind sein. Wahrscheinlich war sie selbst überrascht, dass er stehen geblieben ist. Und hups. Whoopsie Daisy. Also vielleicht bleibt der Quaffel jetzt bei den MünchnerInnen. Vielleicht auch nicht. Oh, so. No harm, jetzt no foul. Vielleicht gleich eine Ansage. Ich nehme schon mal die Kopfhörer ab. Nö, es geht einfach weiter. Es wird nicht als Contact from behind, also als Kontakt von hinten im Bewegen. Also Kontakt von hinten ist in Ordnung, aber eben nur, wenn man kein Momentum mehr hat, sondern einmal kurz gerade gestanden hat. Und das beim Stealen war halt offensichtlich ein Ausversehen rein. Wir haben jetzt ditchen. Die 4 Minuten erreicht und es ist immer noch kein Tor gefallen. Wir sehen hier den zurück. Genau, ein Versuch, den Blatscher von Leon Bürgers abzunehmen. Ich muss auch sagen, leider daneben geworfen von der Nummer 3. Schöner Tackle von der 5 an jemandem, der gerade upside down lag. Leander Troller gerade upside down ist und hat zum Glück nicht auf den Kopf von Sabrina Like gefallen, als er da wieder runtergepurzelt ist. Nimmt den Quaffel, passt über die Hoops zu Hanna Große. Leider ein Stück zu weit, der Quaffel ist out of bounds. Leider war sie nicht groß genug. Hanna Große, heute zu klein. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat Lele einfach zu hoch geworfen, wenn man ehrlich ist. Entschuldige mal. Aber das Wortspiel war auf jeden Fall on point. Also Quaffel ist out of bounds gegangen. Christian Forner läuft mal wieder entspannt nach vorne. Man kann aber auch entspannt laufen, wenn man so lange Beine hat. Man kommt ja trotzdem schnell voran. Ja, jetzt geht er hart unter Druck. Und ein so weiter Ball hinter die Hoops. Zu weit. Da stand leider die Nummer 66 auch nicht so richtig. Das war ein bisschen zu optimistisch. Zu entspannt. Nicht genug gezielt. Kein Zielwasser getrunken heute. Denkt man ja, dass man das machen sollte. Auf jeden Fall, Koffel ist wieder in der Hand der Rhinos Bonn. Auch ganz entspannt. Leander Troll läuft nach vorne. Die Bälle werden nach hinten geworfen. Das heißt, sie spielen ein Napalm wahrscheinlich und versuchen jetzt, die Control hinten zu halten. Wir haben eine neue Bieterin auf Bonner Seite. Das ist die Katrin Schönlein mit der 31 E-Team. Und zum Christian Forner macht ein Tor. Es war ein mittelmäßig schneller Konterlauf. Das erste Tor.
Ist das das erste Tor? Wieso steht hier? Aber warte mal. Das Tor ist für München tatsächlich. Genau, das Tor ist für München gefallen. Es ist 10-0 für die Münchner Wolpertinger. Mit Rainshot, würde ich sagen. Oder fast Longshot. Ich weiß nicht genau. Cool. Jetzt bin ich wieder am Start. Immer noch Control. Ich bin tief beeindruckt, dass die Bonner immer noch Control haben. Das ist echt Wahnsinn. Leon ist der Typ, der gefühlt mit 12 Quidditch angefangen hat und dann jahrelang einfach immer noch unter 18 war und einfach von Tag 1 ballert. Oh, jetzt ziehen die Münchner vor. Die Münchner ziehen vor. Das war ein relativ schneller Konterlauf. Und Julia Pionagi hat sich auf den Ball geworfen, nachdem Leander Troll Christian vorne getackelt hat. Leander Troll hat jetzt auch den Quaffel in der Hand. Und es geht wieder in Richtung der Wolpertinger. Ich habe das Gefühl, dass die relativ geordnete Konterläufe machen. Also die sind schon relativ schnell, die schalten schnell um, aber es laufen nicht so viele einzelne Leute nach vorne bisher. Du schaffst es auch nicht. Ich glaube, auf diesem Level schaffst du es nicht, ein Spiel so zu spielen, dass immer nur einer vorläuft. Das wäre dann traurig, dann wäre irgendein Team irgendwie falsch. Und ja, das können wir hier erwarten, dass das eben nicht so läuft. Interessante Bieter-Duelle. Okay. Fliegen mehr Bälle als vorhin. Oh, ein Pass hinter die Hose. Es ist tatsächlich gerade der Fall, dass beide BieterInnen aus Bonn off-room sind. Leon ist jetzt wieder on-room, aber Christian Forner kann sich durchtanken. Wenn er sich da jetzt durchtankt, dann hat er einfach die Chance. Oh, und er wird zu Boden genommen. Geil. Von 2, 3 Leuten aus. Aber da ist das Tor durch die Nummer 16. Viktoria Spinnrad macht das zweite Tor für die Münchner Wolpertinger. Mit einer schönen Vorbereitung von Florian Messemer. Richtig, nachdem Christian Forner eben von mehreren Rhinos zu Boden getackelt wurde. Au. Au. Ich habe gerade überlegt, was Nilpferde tun. Also, nee, nicht ich glaube, Rhinozerosse, Nashörner. Und Nashörner. Ich glaube, Nashörner sehen niedlich aus und dann sind sie nicht mehr niedlich, wenn sie auf dich zurennen. Aber München hat gerade ein Tor gemacht, wenn das jetzt steht. Ich weiß nicht, was genau da diskutiert wird. Ey, das ist aber auch doch, das passt doch dann wieder eins für rein. Und die sehen wahnsinnig niedlich aus. So ein nettes Team. München hat aber gerade richtig schön sich durchgetankt, dann noch weitergepasst. Ja, sau cool. Es ist ein Tor für die Münchner Wolpertinger. Und Christian Forner wurde verlangsamt, auch wenn er also erstmal nicht runtergetackelt wurde. Und das ist immer so, probiert's Leute, probiert's in der Defense. Wenn ihr die Leute nicht runterkriegt, ihr holt auf jeden Fall den Schwung raus. Und das hat... Also das Tor steht, die Nummer 94, der Rhinos Bonn hat eine gelbe Karte für einen Fehlkontakt bekommen. Ich habe nicht genau gesehen, was da los war. Ich war mit irgendwas anderem beschäftigt, glaube ich, gerade. Also sind meine Ohren wieder abgefallen. Auf jeden Fall eine Karte für die Rhinos Bonn, Nummer 94, 90, die jetzt aber nicht vom Platz muss, weil eben in der Zwischenzeit ein Tor von München gefallen ist. Es steht 20-0 für die Münchner Wolpertinger. Und die Control liegt bei München. Fast zum ersten Mal. Fast zum ersten Mal. Und sie bleibt, glaube ich, bei München. Da wurde gerade jemand rausgenommen. Das sieht nach einem Pressing aus, was funktioniert hat. Und jetzt sehen wir ein schnelles Umschaltspiel. Viele nach vorne, aber Christian Forner wird wieder zu Boden getackelt. Die Nummer 94 holt durch einen Tackle den Quaffel zurück, weil ich glaube, der Tackle ging auch out of bounds. Das heißt, dass Forner quasi, er ist auf jeden Fall zurückgerannt, aber er hat auf jeden Fall den Quaffel verloren dadurch. Die Nummer 42 tut zwischendurch mal so, als würde sie die 16 mit einem Ball, mit dem Quaffel abwerfen wollen, um sie wegzudrücken. Quaffel ist immer noch in den Händen der Rhinos Bonn, die wahrscheinlich sehr entspannt spielen wollen, bis ihre BieterInnen wieder da sind, die jetzt auch Control haben. Ich vermute, die machen das nicht ohne die. Nee, tun sie nicht. Es sind auch gerade ziemlich viele Rhinos. Erstmal zurück zu den Hubs gerannt und jetzt sind sie wieder da. Ja. Wir sehen ein sehr ruhiges Quaffel. Passen noch um die Hubs. Werfen. Ah, und da wird die 94 beim Aufheben vom Quaffel gebietet und muss zurück zu den Hubs. Oh, schön. Die 94 ist gerade nicht bis zu den Hubs zurückgelaufen, obwohl sie gebietet war. Entschuldige mal. Also das würde ich aber... War ein schönes letztes Saven vom Ball von einer... Ja, aber die 94, wenn die nicht safe gecallt wurde, dann ist das schon nicht cool. Würde ich jetzt Wir mal. Sind hier zum Pöbeln. Die 42 von Bonn ist mit dem Keeper halt... Versucht einen Midrange-Shot, wirft über den höchsten Hub hinaus. Es gibt eine kurze Unterbrechung, wahrscheinlich weil der Quaffel so weit draußen ist. Und wird zurückgenommen. Fragt sich, ob er was falsch gemacht hat. Leon da. Er hat gefragt, ob er den Ball haben kann. Ah ja.
Das heißt, Bludger Control ist wieder in Händen der Rhinos bei Leon und Motte. Und wir sehen gerade, wie unsere Lieblingsanimike vom Livestream wieder zurückrennt, wahrscheinlich, damit unsere Ohren demnächst nicht mehr abfallen, wenn Hedref was sagt. Und meine Ohren danken's ihr. Schön, und weiter geht's. Es gibt eine große Sub-Runde bei den Münchnern. Frisches Fleisch auf dem Wildpitch. Frische Wolpertinger. Frisch Fleisch. Was wir noch nicht erzählt haben, sowohl die Münchner Wolpertinger als auch die Rhinos Bonn haben jeweils ein Maskottchen. Bei den Münchner Wolpertingern ist es eben Wolpertinger. Das ist eine Mischung aus Ente, Hirsch und Hase. Wir sehen ein langes Passspiel von Christian Vorner auf eine Person, der Besen einfach rausgeschoben wurde. Nee, irgendein Besen liegt noch. Ein Drive von Till Wagner. Ja, Till Wagner. Das erste Tor für die Rhinos Bonn. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Meanwhile kann ich verkünden, dass für München jetzt als Bieterin Verena Winterhalter steht. Und wahrscheinlich noch jemand Neues, aber da sehe ich die Nummer gerade nicht. Verena Winterhalter, ich glaube, der Name Winterhalter, den sehe ich auch schon seit Ewigkeiten auf dem Trikotrücken. Ja, auf jeden Fall. Verena ist schon länger dabei. Schon immer dabei. Aber ich weiß nicht, ob immer, aber länger. Seit 2016, ja. Das ist doch ein bekannter Name. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe sie noch nie aktiv, bewusst spielen sehen. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass du München nicht so viel zugeguckt hast, als an Verena. Nee, das liegt einfach an meinem Gehirn. Das liegt überhaupt nicht an ihr. Mein Gehirn sagt einfach, nö. Unter Umständen habe ich schon mal gegen sie gespielt, als ich noch in Darmstadt war. Eine gelbe Karte für die 94. Eine gelbe Karte für die 94, Kontakt von hinten. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Spieler jetzt raus, weil es seine zweite gelbe Karte ist. Oh, wer war das? Die Nummer 94. Ich habe leider das... Es gibt keine Nummer 94. Gut. Es gibt keine Nummer 94 bei den Rhinos Bonn auf unserem Zettel. Uns fehlt scheinbar die zweite Seite von den Namen und den Nummern der Spieler in der Rhinos Bonn. Auf jeden Fall dadurch, dass der Spieler jetzt ejected ist, das heißt aus dem Spiel ausgeschlossen, muss er auch weg von den anderen Rhinos. Er darf jetzt nicht weiter in der Subbox bleiben, also da, wo die Spieler in rein und raus wechseln, sondern muss den Platz verlassen und eben auch nicht mehr mit den Leuten sprechen. Für ihn ist jetzt Leander Troll. Mit den Leuten sprechen? So ein bisschen, du musst jetzt in die Ecke. Keiner darf mit dir spielen. Schon, ich glaube, das hat auch wieder was damit zu tun, die Gemüter zu beruhigen, damit er sich nicht aufregen darf und das Team einfach weitermachen muss. Und Control liegt bei München. Control und der Quaffel liegt bei München. Also. Jetzt geht's los. Das heißt, es steht immer noch 20-0. Das Tor gerade wurde scheinbar nicht gezählt, wegen dem Foul, was vorher passiert ist. Und da war ein schönes, sauberes Passspiel der Münchner Wolpertinger um die Hoops herum. Und Tor. Und ein Tor. Es steht 30-0. Nach 10 Minuten Spielzeit sind erst quasi 4 Tore gefallen. Vielleicht auch 5. Ich weiß nicht, kann sein, dass zweimal nicht gegolten hat. Ich glaube, zweimal hat nicht gegolten, aber ich würde sagen, die Rhinos Bonn müssen sich ja mal langsam hier ein bisschen, die müssen mal langsam das wilde Nashorn rauslassen. Das Stadion links von uns ruft, auf geht's Rhinos, auf geht's. Ich glaube, links von uns ist die Fankurve für die Rhinos. Auf der anderen Seite sehen wir leider nichts. Oh, und Troll sucht einen Ort, um den Ball nach vorne zu bringen. Und Leander Troll tankt sich nicht so richtig durch. Es ist ein Tor für die Rhinos Bonn. Es ist wieder eine Unterbrechung. Die Frage ist, weil der Ball so weit raus ist. Ich glaube auch, weil der Ball so weit raus ist. Ich glaube, das Tor steht. Es wird auf jeden Fall angezeigt. Das Spiel geht einfach weiter. Es lag nur daran, dass der Koffer weit draußen war. Die Leute draußen rufen, Lele, Lele. Ach, ich mag die Gehirne von Quidditch-Spielen. Im Finale. Leon zieht durch. Wieder ein weiter Pass nach hinten von Christian Vorner auf einen Münchner Spieler, der direkt in die Hände von Till Wagner passt. Der sich jetzt durchziehen will. Er verliert keine Zeit. Er verliert keine Zeit, nutzt die Zeit, die Verena Winterhalter braucht, um den Bludger wieder aufzuheben. Und Tor für die Rhinos Bonn. Ich glaube, Sie haben gehört, dass ich meinte, dass Sie mal einen Zahn zulegen müssen. Er konnte auch relativ frei durchrennen. Ich glaube, der eine hat es versucht und hat dann gedacht, nö. Ja. Nö, nicht heute. Es gibt ja noch ein Spiel, auf jeden Fall. Ja. Mein Gott, wie spannend wird das erst, wenn die jetzt gewinnen. Und dann kommt ein zweites Spiel. Und wenn sie dann nochmal gewinnen. Also die, wer auch immer gewonnen hat. Ja. Ha.
dann ist es wird auf jeden Fall, es bleibt aufregend hier in Bamberg 2022. Hohe Bieter-Defense bei den Bonnern. Sehr aggressives Bieter-Game. Aber was sollen wir anderes erwarten von Leon, der immer sicher geht, wenn er kann, dass Christian vorne rausgenommen wird. Oh, ganz, ganz weit hinten ist der Quaffel, fast schon über der Linie. Ein weiter Pass auf einen geil. Sehr... Das auf ist my boy Marius, der sich den Ball geholt hat und jetzt durchzieht und macht er das Tor. Oh wow, das sah schmerzhaft aus. Ja, und wird getackelt, geht zu Boden und wirft vom Boden aus durch die Tore. Ich darf das sagen, Marius ist mein alter Lieblingsmitspieler bei Darmstadt, der jetzt nach Bonn gezogen ist. Der Riesentyp da? Der Riesentyp, der gerade eben auch den Ball einfach aus der Luft fischen konnte, ja. Der relativ hochgespielt wurde, ja. Weil er einfach gefühlte 2 Meter höher war als der andere ja, Spieler oder die andere Spielerin. Das war auch eher so ein Notpass, glaube ich, von dem Münchner da ganz weit hinten. Ja, ich glaube auch. Und dann das Durchziehen und vor allem so aus dem Liegen nach einem Tackle noch da drauf zu kommen, den durch den mittleren Hub da durchzuwerfen, das ist auf jeden Fall stark. Das zeigt, der Typ kann fallen und fällt halt nicht auf den Kopf. Das ist wichtig. Kinder, falls ihr Quidditch spielt, übt schon mal fallen. Aber immer schön. Quidditch ist ein ganz harmloser Sport. Da tut man sich nicht dauernd. Nein, aber man muss trotzdem wissen, Kinn auf die Brust beim Fall. Kinn auf die Brust. Und das hat Marius gerade ganz hervorragend vorgemacht. Es gab gerade auch noch ein Recap. Das könnt ihr euch noch 15 Mal angucken. So macht man das. Tief und Kinn auf die Brust. Tief und Kinn auf die Brust, sie genau. Sie sah gerade aus, als würden sie dieses Spiel spielen, wo man stehen bleiben muss, wenn sich einer umdreht. Alle so, jetzt geht's los. Und jetzt geht es auch los. Es sieht gerade aus, als würden alle erstmal einmal kurz durchatmen, einmal kurz gucken, was gerade passiert ist. Die Bonner Bieter mit Control, jetzt nicht mehr mit Control, ganz weit vorne. Ein Risky Shot von Leon. Ein Risky Shot, der ihm auch was kosten könnte. Ah, das ist gerade so kein hoch, Tor. Weil Hannah Große noch den Arm von Christian Vorner nach oben gedrückt hat. Und Christian Vorner versucht einen halben Longshot. Und da gibt es einen Bieter-Tackle von Leon gegen Lukas Schmidt, der auch ein ganz schön guter Bieter ist tatsächlich. Der Quaffel ist relativ entspannt in Christian Vorners Trikot zwischendurch verschwunden. Lukas Schmidt holt die Bludger-Control für die Münchner Wolpertinger zurück. Es gibt ein schickes Passen um die Hoops. Das war ein schönes Passen um die Hoops. Erst hinten links oder rechts, wie man es nimmt. Die Nummer 16 ja, hat das Tor gemacht. Hat den das ist ihr zweites Tor. Genommen. Ja, Viktoria Spinnrad, die hat, glaube ich, das erste Tor gemacht. Das ist jetzt das zweite Tor schon von ihr. Die steht einfach immer richtig gut vor diesem kleinen Hub. Das ist ein romantischer Nachname. Wo ist denn der Quaffel jetzt hin? Siehst du ihn? Bin ich blind? Der Quaffel müsste... Ah, in der Hand von Rhino X. Ah, von Leon. Leander Troll heißt Rhino X. Die Scheibe vor uns ist auch ganz schön dreckig, ne? Muss man zu unserer Verteidigung sagen. Ja, könnte mal auch wieder geputzt werden hier. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Tor jetzt zählt oder nicht, weil irgendwer hat sich auch ins Gesicht gefasst. Es scheint irgendwas passiert zu sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir gleich erhellt von Schula oder zählt das Tor? Kopf im Weg. Aber wenn wir von Schula erhellt werden, dann bin ich so bereit, meinen Kopfhörer wieder 3 Kilometer von mir wegzuwerfen. Ah, cool. Das ist nämlich mein neuer Sport. Wenn Schula was sagt, schnell weg. Schnell weg. Gut, die unterhalten sich da bequem. Es geht einfach weiter. Der Ball ist in den Händen der Rhinos Bonn, aber scheinbar scheint es kein Tor gewesen zu sein. Vielleicht ein Warning und Quaffel Turnover. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und die Rhinos verteilen sich in der gegnerischen Linie. Es ist Gleichstand mittlerweile. Die Rhinos können gerade zum ersten Mal in Führung gehen, wenn sie jetzt das Tor machen. Und wir haben ja alle 3 Gründungsmitglieder, die heute noch im Team sind, glaube ich, auf dem Pitch mit Motte, wo ich gerade vergessen habe, wie sie eigentlich heißt, Zimpi und Leander. Also auf unserem Zettel hier steht Motte Müller. Ach so, okay, gut. Es gab einen Bieter-Tackle. Ich habe Mist erzählt, sorry. Und Leander Treu wird gebietet, verliert den Quaffel. Christian Vorner könnte sich trauen, aber da sind ja auch 2 Bieter hinten. Also natürlich kein Hero Run. Kann passieren. Ja, also wieder ein langsamer Aufbau der Münchner Wolpertinger. Christian Vorner passt zur Nummer 6 vielleicht. Vielleicht war das, ja, das war Marino Stadler, stimmt, jetzt erkenne ich ihn auch. Im Bieter-Game von Bonn haben wir auch Christian Zippelmann gerade, war mal Nazio-Coach, ist auch ein hervorragender. Die Nummer 27 der Wolpertinger passt zu Marino Stadler, der zu... Viktoria Spinnrad passt, die dann gebietet wird. Das heißt, kein Tor für die Münchner Wolpertinger. Es bleibt tight, die geben sich hier nichts, die wollen sich wirklich gar keine Tore schenken. 30:30 in der 14. Minute.
Also wenn man sich die Tordifferenzen von davor anguckt, ich glaube, wir haben hier zwei Teams, die auf Augenhöhe miteinander spielen. Ich glaube, die haben beide schon viel Gutes gemacht dieses Wochenende. Hanna Große passt zu Leander Troll, der von Christian Forner davon abgehalten wird, den Quaffel aufzunehmen. Christian Forner als Keeper ist protected, das heißt sicher, wenn er in der Keeperzone beim Verteidigen den Ball hat. Eine Appreciation-Runde, wie fair dieses Spiel sich anfühlt. Ja. Ist das nicht schön? Es ist auf jeden Fall schön. Es ist viel Kontakt da, alles ordentlich dabei, aber eben wow, ordentlich. Geil, ausgewichen, 31 Bonn. Katrin Schönlein heißt sie. Ach ja, stimmt, das hatten wir vorhin. Ja, Katrin Schönlein ist gerade gut ausgewichen. Es ist wieder Bludger Control bei den Rhinos Bonn, die gerade kurz versucht haben zu pressen, weil Lukas Schmidt relativ weit hinten war mit dem Bludger. Oh, und jetzt gab es eine kurze Pressing-Situation. Oh, Till Wagner. Und München hat keinen Ball. München hat keinen Bludger. Keine Biete von. Und Till Wagner zieht durch und macht ein Tor. Lässt er sich nicht entgehen, das hat er gesehen. Es gibt trotzdem einen Foul auf Seite der Rhinos Bonn. Es könnte sein, dass dieses Tor nicht gezählt wird. Wenn das Foul das Spiel beeinflusst hat. Darüber beraten sich jetzt die Referees hier. Gerade sehen wir noch einmal die Sekunde, in der Leander Troll versucht hat, ein Tor zu werfen und aber noch in letzter Sekunde gebietet wurde. Das hier ist nicht nur Quidditch, das hier ist ein Krimi. Ich würde schon sagen, Spannung, man weiß nicht, wie es ausgeht. Spiel und Spaß. Und Spiel, Spannung. Spaß und Spannung, genau. Das sind wir. Die Referees beraten, ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, worüber. Ich habe nur Angst, dass sie gleich wieder in unseren Kopf beraten. Das Tor steht nämlich nicht wegen etwas, was passiert ist. Und München möchte einen Timeout. Ein Timeout. Das ist der Timeout. Timeout. Das heißt, jetzt dürfen die Teams ab gleich eine Minute lang auf dem Pitch rennen und diskutieren. Jedes Team darf, glaube ich, einen Timeout nehmen. Ja, genau. Soweit ich, also ich glaube auch. Genau, und werden jetzt gucken, was sie tun. Es steht 30-30. Eine Hat Minute München Zeit. Angst? Ich weiß nicht, aber ich würde bei so einem engen Spiel wäre ich jetzt nicht komplett entspannt. Nee, vielleicht. An deren Stelle. Ich glaube, es ist ein ganz guter Moment in der 15. Minute. Das heißt, sie haben noch. Na. Ja, stimmt, 16. Minute. Sie haben noch 4 Minuten, bis der Schnatz aufs Feld kommt. Jetzt nochmal die Taktik umstellen und gucken, hey, was habt ihr gesehen? Was machen die anderen gut? Was machen sie schlecht? Wo können wir vielleicht noch reinpreschen? Schon eigentlich ein guter Moment gewählt. Ja. Das heißt, hallo. Das heißt, ich würde sagen, die können jetzt gut beraten, was sie besser machen können und welche Fehler sie noch ausmerzen können. Ich bin gespannt, ob wir erkennen, was sie besprochen haben. Ich bin auch gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob man jetzt, ob jetzt doch noch ein Team dem anderen wegzieht oder nicht oder doch. Und was passiert, wenn der Snitch on Pitch ist? Wissen wir denn, wer der Schnatz ist? Ich glaube, das sieht mir doch sehr. Na, ist das Bob? Nein, das ist nicht Bob. Oh ja, das war gerade, der Quaffel ist jetzt, der ist jetzt bei den, ja, der ist jetzt bei den Bonnern. Willkommen, wir sind auch wieder zurück. Wir sind auch wieder dabei. Bei Bonn und jetzt hat Leander Troll den Ball offenbar. Haben den jetzt die Münchner? Alles klar, haben wir irgendwas verpasst? München, Christian Forner, der irgendwie seit schon immer auf dem Feld ist, war der auch nur einmal unten? Übrigens, ich glaube, das Tor von den Rhinos Bonn zählt doch. Geil, oh, 40 also 40 zu 30 für die Rhinos Bonn. Genau. Für die Bonner, die wir nicht sind. Oh, ist ich weiß, wer der Schnatz ist. Bieter Geprügel. Bieter Geprügel und es ist wirklich nicht so hilfreich, den Keeper in der Keeperzone zu bieten, Leon. Aber Leon bietet gerade den Keeper in der Leon ist noch jung. Hat noch viel zu lernen. Schnatzläufer ist auf jeden Fall Timo, der mittlerweile bei den Burnham Blue Caps spielt. Also wieder nur noch ein Pass vor die Hoops. Von den Münchner Wolkertingern, der direkt runtergenommen wird von Leander Troll und dann auch noch gebietet von Leon Bürgers. Das ist die Nummer 3 gewesen, Florian Messmer. Bonn zieht los. Bonn zieht los. Und Till Wagner ist ganz hinter den Hoops. Aber Leander hat dann doch gedacht, nee, noch nicht. Nee. Aber jetzt Bonn wird er sich überlegen, wo er macht will, auf jeden Fall, Entschuldigung, Bonn macht auf jeden Fall wieder Napalm. Und
Schönes Tor. Ein knapper Pass. Man hätte es auch als Score-Attempt sehen können. Über den großen Hub von Leander Treu, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Till Wagner, der dann wieder in den mittleren Hub reingepasst hat. Also in den mittelgroßen Hub von uns aus auf der rechten Seite. Wir können hier mal die Goal-Statistik sehen in dem Livestream. Und zwar hat Bonn insgesamt 95 Tore gemacht und dagegen 44 reinbekommen. München 79 Tore gemacht und 40 reinbekommen. Das sind die, das ist die Torstatistik vom letzten großen Turnier, dem Deutschen Quidditch-Pokal 2022. Genau. Das heißt, dass die Tordifferenz für Bonn ein bisschen besser aussieht als für München. Gerade sieht es für Bonn auch ein bisschen besser aus als für München. 50-30 für die Rhinos Bonn. So. Und ein Lauf von Christian vorne auf die Hoops und ein Pass, der zu sehr auf dem Boden. Pass. Ja, ich glaube, da ist irgendwas schiefgegangen. Der ist auf jeden Fall auf den Boden aufgekommen, bevor die Nummer 66 aus München, und zwar Susanna Hajkova, überhaupt die Möglichkeit hatte, den aufzuheben. Und dann ist er eben in der Ecke rausgerollt. Das heißt, Quaffel in der Hand von Marius, der jetzt versucht, ganz entspannt zu gucken, was passiert. Die Nummer 96 von Bonn wollte noch hinterher. Wir haben jetzt Anja ist das, Anja aus Bonn. Weil ich immer den Drang habe, Bieter zu erwähnen, weil ich selbst Bieterin bin. Wir haben jetzt ein neues Bieter-Line-Up bei den Münchnern, wieder mit Uda und der 45 Dominik Düsel. Und auch bei den Rhinos Bonn haben wir ein anderes Bieter-Line-Up, und zwar Christian Zimpelmann. Und ich weiß nicht, wer die andere Nummer ist. Ich vergesse immer. Katrin Schönlein. Ja, Katrin Schönlein. Ist so ein schöner Name. Katrin Schönlein. Und Christian vorne hat zum millionsten Mal den Quaffel in der Hand und guckt, was er ja, macht. Ja, es ist irgendwie jeder Angriff. Christian vorne nimmt sich den Quaffel und läuft erstmal entspannt in die andere Hälfte. Und ein schöner Pass rüber zu 6 zu Marinus Stadler. Marinus Stadler, der relativ sauber dafür aussieht, dass er eigentlich gefühlt schon mal getackelt wurde. Ja, aber er ist doch viel zu sauber. Wie viele Sets hat er dabei? Das fragt man sich. So, die Bieter machen Bieter-Dinge und die Chaser überlegen sich noch ein bisschen was. Und es dauert noch 30 Sekunden, bis die SeekerInnen auf den Platz kommen. Deswegen überlegen die so lang. Ja. Die wollen den Ball einfach gerne behalten. Es war ein schöner Block von der Chaserin, deren Nummer ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil es schon so lange her ist. Von die Blatter Control ist auf jeden Fall in den Händen der Münchner Wolpertinger. Der Quaffel auch. Die Rhinos Bonn sind damit im Nachteil, wenn halt in 9 Sekunden die SeekerInnen auf den Schnatz Timo rauf dürfen. Denn meistens ist die Ansage, alles auf den gegnerischen Seeker, was das Bieter-Game angeht. Jede Sekunde zählt und wird vor allem bei diesem Spiel und zählen. Das wird ein richtig guter Schnatz sein und es werden richtig gute Seeker sein. Lukas Schmidt als Seeker für München ist auf jeden Fall ein starker Seeker. Ich kenne den Seeker aus Bonn noch nicht. Die Nummer 15? Jan Willix. Jan Willix ist scheinbar neuer Seeker bei den Rhinos Bonn oder relativ neu. Lukas Schmidt ist sehr nah an die Schnatzsocke bei Timo gerade reingekommen. Jan Willix ist ein Corona-Quidditch-Mensch, hat 2021 angefangen und spielt schon im E-Team, Entwicklungsnationalteam. Es sind bei Snitch on Pitch noch keine weiteren Tore gefallen. Die Blatter Control ist nach wie vor in Händen der Münchner Wolpertinger. Und das ist gefährlich, weil beide Teams haben wirklich gute SeekerInnen. Das möchte man nicht. Man möchte die ganze Zeit hatte Bonn die Control. Das ist jetzt echt der Moment, wo man die behalten möchte. Genau, aber München schlägt sich einfach gut. Ah, jetzt haben sie beide Bludger verloren. Geil. Beide Bludger verloren. Henny, du wolltest nicht bei sein. Das war eine coole Aktion einfach. Ach so, okay. Ich weiß nicht genau, welche Aktion du gesehen hast. Aber Jan Willix ist gerade rangesprungen, war auch sehr nah an der Schnatzsocke dran. Das war ein lässiges Ausweichen von Leon. Hast du das gesehen? Hat ja, so Leon Bürgers hat einfach mal linke Schulter kurz nach hinten gezuckt. Maximal lässig. Und Uda und Leon bieten sich beide gegenseitig raus. Nummer 45, Dominik Düsel, auch relativ erfahrener. Das gibt ein Foul für den Seeker aus den Bonner Reihen. Hat der den Bludger sehr offensichtlich weggeswattet. Eieieiei. Also natürlich haben die Refs recht, wenn sie das anders gesehen haben, aber ich muss sagen, also hier von meiner erhöhten Position, und ich habe wirklich ganz genau hingeschaut. Sah das so aus. Das triggert mich nur, weil wir als Bieterin sind das Moment, wo du denkst, du echt jetzt? Wirklich. Aber wir wollen ihm ja nichts Böses unterstellen. Wir wollen ihm nichts Böses unterstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gecallt wird. Mittlerweile haben die Münchner Wolpertinger, während wir hier auf den Schnatz konzentriert waren, ein Tor gemacht. Es steht 50-40. Wie gefährlich wäre das, wenn jetzt der Bonner Seeker eine Minute lang
Boah, eine Minute fühlt sich an wie Ewigkeiten. Ja, es könnte sein, dass die Rhinos-Bonn dafür absichtlich sagen, hey, das zieht gleich auf. Wir wollen jetzt einfach nur, dass ihr ein Tor macht, weil wir möchten unseren Seeker wieder auf dem Platz haben. Denn wenn der Sinbin ist mit einer Karte, darf wieder rein, wenn das eigene Team ein Tor kassiert. Ja. Siehst du, wo die Bludger gerade liegen? Bei wem? Zwei liegen einfach auf dem Boden. Ach ja, genau. Zwei liegen auf dem Boden. Nothing changed since... München... Ah nein. Leon Bürgers hat für Bonn einen Bludger in der Hand. Aber ein Bludger wird zurück an Uda Schötz gegeben. Mhm. Das wird jetzt ein... Das wird ein erbitterter Kampf um den dritten Bludger, der am Boden vor den Ringen der Rhinos Bonn liegt. Die sind eigentlich Bieterbuddies im Nazio-Team. Ja, aber die Nummer 31, also Katrin Schönlein, wird jetzt sich ein ordentliches Duell mit Dominik Düsel... Sorry, das war wieder auf unserem Kopf. Also wir sehen die Dröhnung. Wahrscheinlich hören wir gleich kurz was von Schuder. Ich weiß gar nicht, wo will ich zuerst hingucken? Will ich wissen, ob Katrin oder Dominik den Ball kriegen, der auf dem Boden liegt? Oder will ich wissen, was zwischen Uda und Leon passiert? Bludger Swatting. Das heißt... was wir gesagt haben. Aber es ist in der Zwischenzeit ein Tor durch München gefallen. Die 40 war das Tor von München, weshalb der Seeker auf dem Platz bleiben darf. Beauty of the rules. Der Seeker darf direkt wieder rein, was ein extrem viel weniger großer Nachteil für die Rhinos Bonn ist. weil wirklich bei Snitch on Pitch, jetzt läuft er muss doch in die Penalty Box, die Nummer 15. Jan Willix muss für eine Minute raus aus dem Spiel. Scheinbar ist das Foul nach dem Tor passiert. Oh, ich hoffe, dass vielleicht sagt Schuler gleich wieder was. Wir sind bereit. Ihr solltet uns mal sehen. Wir panisch. Die Headsets fast gegen die Wand werfen. Ich hab ein bisschen den Eindruck, dass es bei dir noch lauter ist als bei mir. Das Problem sollte jetzt behoben werden, hören wir aus der Regie, aber ich habe das Vertrauen verloren. Ist jetzt einfach vorbei. Ach, der Chef hat sich drum gekümmert. Der Chef hat sich jetzt um den Ton gekümmert. Wir hoffen, dass uns nicht mehr die Ohren fliegen. Puschelohren um die Dings fliegen. Wie auch immer, Quaffel-Turnover, ja. Denn es war eine gelbe Karte an die Münchner Wolpertinger. Marinus. Der Stadler Marinus passt an den... Warum nicht? An den vorne Christian, damit vorne Christian mal wieder den Angriff läuft. Der vorne Christian verteilt, die Schutz... Oder ich vergesse immer, wie man ihren Nachnamen ausspricht, ich habe schon so oft gefragt. Und die Nummer 3, Florian Messmer, hat den Schnatz gefangen. In der Sekunde gucke ich die Bieter an. Was ist los mit mir? Wahrscheinlich gibt es gleich ein Replay, um zu gucken, ob da gut war oder nicht. Ich bin so gespannt. Man will nicht, dass eine Seekerin alleine am Schnatz ist. Nein, man will das nicht. Das ist einfach doof. Man möchte als Seekerin keine Karte kassieren eigentlich. Es gibt viele Dinge, die man ungern hat. Wir sehen im Replay gerade den Schnatzfang. Ah, wie schön. Erstmal beide Arme weggeschlagen. Und dann hinten runter und die Hose direkt mitgenommen. Also wenn da nicht von vorne irgendwie doch noch ein Impact auf den Schnatzläufer war. Oder woanders ein Foul, dann wäre der, glaube ich, in meinen Augen gut. Oh Gott, ist das aufregend, diese Sekunden und Minuten. Es ist aber natürlich, es ist auch immer die Frage, was haben was hat Fenja als Snitch-Referee gesehen, die auch eine ganz schön erfahrene Schiedsrichterin ist. Also da können wir wir können einfach sicher gehen, dass die richtige Entscheidung trifft. Wir haben vollstes Vertrauen in dieses A-Line-Up an Referee-Kunst. Ja, SchiedsrichterInnen, also... Dieses internationale, hochkarätige Ref-Team. Das sage ich in dem Moment, zuckt Marco mit den Schultern. Und was passiert? Der Schnatz wird wieder dran getan. Warum? Vielleicht gab es von vorne... Der Catch ist nicht gut. Ich habe nicht verstanden, warum. Das habe ich auch nicht verstanden, was gerade aus der Regie kam. Oh, the snitch was impeded. Der Schnatzläufer... War impediert. Nein, war behindert. Er konnte scheinbar nicht komplett die Bewegung ausführen wegen irgendetwas, was um ihn herum passiert ist.
Das heißt, das Spiel geht weiter. Wir können weiter aufreibende Nerven. Unsere Nerven. Hauptsache Nerven aufribbeln. Das war gerade eine schöne Bieterbubble bei den Bonnern um sie. Und dann war sie weg und dann war auch Leon schon. Und die BieterInnen haben, die BieterInnen aus Bonn haben Blutter Control. München bietet trotzdem den Schnatz raus und zwar die Nummer 5. Nee, Quatsch, Nummer 45. Und es ist Blumenau. Dominik Düsel hat gerade genau die richtige Entscheidung getroffen. Also der Münchner Bieter, der ist mit einem Ball da reingegangen und hat einfach den Seeker gebietet. Was nämlich häufig ein Fehler ist bei BieterInnen während dem ganzen Kampf um den Schnatz quasi. Oh mein Gott, ich glaube, das habt ihr auch gehört. Und wir haben es auch gehört, denn wir mussten uns diesmal nicht die Kopfhörer von davon reißen. Das war beautiful. Vielen Dank. Gelbe Karte für jemanden im Chaser-Innen-Game, das ich auf jeden Fall komplett aus den Augen verloren habe im Moment. Es steht 50-50. Ich habe nicht mal mitbekommen, wer das Tor gemacht hat. Ja, da war was. Aber tatsächlich, da passiert ähnlich viel. Beauty of the Moment, 22 Minuten 22. Das ist ein Zeichen nur für wen? 22 und 50-50. Oh, es war kurz absolut synchron. Guck mal, Marius hängt sich durch und macht vielleicht gleich ein Tor für Bonn. Oder wird von Christian Vorner getackelt und die 96. Anja hat den Besen verloren, als sie den Koffer in die Hand gedrückt bekommt. Da würde ich mich ärgern. Und die Nummer 42 hat den Schnatz gefangen. Till Wagner ist heimlich auf den Pitch gekommen als Austausch zu Nummer 15 und hat gerade den Schnatz gefangen. Hat Timo das zweite Mal in diesem Spiel die Socke von der Hose gerupft. Gerupft. Die Blümchen vom Wegesrand. Ja, ein kleines Gänseblümchen im Sonnenschein. Und dann auf der Rückfahrt so, irgendwie, er liebt mich, nicht. Ich weiß nicht, ob man so eine Schnatzsocke auseinandernehmen sollte. Vielleicht nicht. Oh, ist das schön. Sah das gut aus? Das sah gut aus. Sah das gut aus? Das also ich habe gerade... Fantastisch. Ja, ich habe das Replay gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, sah schon relativ sauber aus. Weißt du, was jetzt alle machen? Alle beobachten jetzt die, das sieht nicht gut aus, die Refs. Und wenn die Refs anfangen, Gender Rule zu zählen, dann ist eigentlich schon klar, dass der Schnatz gut war. Oh, es gibt Diskussionen mit dem Speaking Captain. Genau, die Speaking Captain der Münchner Wolpertinger ist gerade nochmal hingegangen. Noch wird da keine Socke wieder rangeheftet. Noch nicht. Und der Bonn ist gut. Bonn, die Rhinos Bonn haben erneut die Münchner Wolpertinger besiegt. Das war so knapp. Das war richtig knapp. Und ich glaube, die Münchner Wolpertinger hätten wirklich gerne diesen Sieg gehabt. Aber, und das ist der größte Gemeinplatz der Welt, zu sagen in einem Finale, ich finde, dieses Spiel hat einfach gezeigt, dass beide Teams zu Recht im Finale stehen. Das war so auf Augenhöhe. Wahnsinnig viel Spaß. Richtig schön aus, ja, auch bis zum Ende. Ich meine, 50-50, der Schnatzfang sind die 30 Punkte obendrauf. Ja, es steht deswegen jetzt 80-50 für die Rhinos Bonn. Normalerweise wäre das Finale jetzt vorbei. Normalerweise wäre das Finale vorbei. Und ganz ehrlich, ich hätte bis zum Ende nicht sagen können, wer gewinnt. Nee, ich auch nicht. Nee. Beide Teams haben richtig gute SeekerInnen, richtig gute BieterInnen, 1A ChaserInnen-Lineup. Und wie genau das alles aussieht, hören wir gleich noch in der wunderbaren Analyse, die wir nicht machen. Also ein oder zwei Minuten müsst ihr da draußen noch warten. Genau. Aber so lange, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, das anzugucken. Es war schon schön. Es war sauber. Ich bin gespannt, in der Analyse, ich weiß nicht, ob einer von den SpielerInnen da dabei ist, aber stell mal vor, du hast das jetzt gerade gespielt, du weißt, es kommt noch eins und jetzt mal schon kurz erzählen. Oh Gott. Frag dich einer und? Willst du nicht? Geht's dir gut? Gut. Ja, aber ich muss gleich nochmal drauf. Darf ich jetzt mal kurz? Hier sieht man nochmal den Schnatzfang tatsächlich und wir können nochmal gucken. Till Wagner, ja. Wow, das ist so schön. Hat sich reinfallen lassen und mit links die Schnatzsocke abgerupft. Ich wüsste auch wirklich nicht, wie ich als Spielerin mich da hinstellen soll und sagen, okay, wir haben jetzt ein Finale gespielt, wir spielen jetzt nochmal. Das ist der absolute Mindfuck. Es ist schon echt krass. Ich würde, glaube ich, halb sterben, aber ich bin ja auch nicht Finalspielerin. Wir sind zum Glück nicht Finalspielerin. Oh Gott, ich bin so froh. Das ist so viel komfortabler, von hier oben einfach zuzugucken. Ach, ich meine, so ein Finale ist jetzt nicht komplett zu verachten. Macht ja auch immer extrem viel Spaß. Und wie viel Spaß das Turnier jetzt, also das Finale gerade gemacht hat, können euch die Leute aus der Analyse nochmal erzählen. Ihr seht hier gleich Maike und aus Bochum. Susanne. Ja, aus Belgien. Viel Spaß bei der Analyse. Ja, viel Spaß. Sind wir weg?
Hello. Hi, I'm Suzanne Fischer. I'm from Belgium. I'm here watching the Deutsche Quidditch Meisterschaft. Sehr gut. And I'm here with Maike. Ich bin Maike. I'm from Ruhr Phoenix. Yeah, we're just watching the finals now. Maike, what position do you usually play? Yeah, I'm a chaser, but sometimes if I have to, I'm keeping also. Okay, yeah. Okay. I thought you were going to say beating, and then I was no. Really surprised. Yeah, no way. But I saw some people today who weren't usually beating and doing that. So I was really surprised by that. Okay, that's cool. I could never. So how was your day so far? How did your team do? Yeah, so we had the first hard game against Bonn. We lost against Bonn, but that's fair because they are apparently the they are final yeah. material. So exactly. Yeah, so they won against Munich now. And then, so you played like the halb, how do you say it in German? Like the Halbfinale. 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 Yeah. Okay, the semifinal. So you lost the semifinals from actually someone who won the first part of the final. Yeah. Yeah, it was really close. So I don't have that hard feelings, but yeah. It was in range, right? We wished to have won that, but yeah. Because otherwise, maybe Ruhr Phoenix would have been here instead. Yeah. We could have played against Bonn if we didn't met in the half in the semifinals. So that's too bad. Okay, did you think the best team won? So this first game. Oh, sorry. Yeah. So I think like. I don't want to say one team dominated, but after Bonn grabbed onto Bludger Control, yeah, they were like a little bit better with the beaters. And okay. I think there was like really good chaser play on both sides, but also some mistakes. They could have, they could erase that for the next game. Yeah, but also. Like, there wasn't one team dominating, I would say. No, I'm thinking the same. I think maybe at the moment that I was snitch on pitch, that maybe the bubble of Bonn, or the beater play from Bonn was better, or was dominating. Yeah, except the one time they missed the one catch. But yes, okay. Yeah. I mean, so they had control, right? The last 5 seconds when they caught the snitch, at least they were dominating. That was excellent. And then chaser-wise, yeah, I would not say that one team is better than the other at the moment, right? No. You are the first tournament I see with two arm tackling. What do you think of it so far? Do you like it? Yeah, I personally really like it because it's like I can do much more in contact. Before I just could push someone because one arm isn't strong enough for me. Yeah. So I really enjoyed that. That also means you get tackled a lot more. Yeah. We saw so many tackles and two-arm tackles also this weekend. So that's like an advantage for you personally, really? But also when you're in offense, it's like... Yeah. When you're being tackled, chances are maybe slightly less that you get out of it. Yeah, that's true. So like against male players, you could step them out, but no. Yeah. You have to work really hard to get around them. Yeah, yeah, I think probably if you would like at least for me, I think I will have to practice on like getting past a player without them being able to at least grab me, because if they get the chance to tackle you, then you will be down. Like more probably we should practice stiff arm a little bit more as well. Yeah, that's a good idea. That's one idea I have, but. Yeah. So that you keep your opponent away from you, so they can tackle you immediately. That's actually a good idea. Yeah. And I also think we aren't beaters, right? But I think for beaters, the two-arm tackles. I talked with Uda, who's also playing for Munich right now. She was telling me that for beaters, the two-arm tackles don't have that much of an effect. Okay. But the rule that's tackling from behind, if you're standing still, that's really good for beater players. And then I think maybe especially in Australian defense, no? You mean the like diamond defense? The hoop defense, the Berlin defense. Maybe. Yeah. Okay. I don't know what other players teams play it. Yeah, I think if you're, the tackling from behind, then you have to have eyes everywhere as a beater, probably. Yeah. Makes it. We just started practicing two-arm tackling in Ghent, I don't know, in Belgium, the rest of Belgium.
Do you have any tips for the two-arm tackling? I don't actually. We didn't practice it that much. It's like just like normal tackling, but a little bit easier. You add an arm. Yeah. Yeah. Okay. I don't have any tips. I'm sorry. So also we didn't play that much on like a real pitch. We played really much on like hard ground, so we didn't practice it much. Yeah, this weekend I think the pitches are quite soft because it has been raining the whole time. Yeah. It makes it softer to fall, but also easier to fall. And easier to slip also, yeah. No artificial pitches here, but if it was dry. Yeah, then it would have been It would have been a really, really nice pitch. I played on that pitch when it was dry at EG 2019. And that was really nice. But, well, what can you do against rain? Yeah, I talked about it with Leon as well. And I said, oh, I have so many bad memories here because Belgium lost against France. Yeah. And he told me, yeah, that side I have good memories and the other side I have bad memories because that side Germany won from Belgium, right? Mm-hmm. And the other side Germany lost. Yeah, we played 2 times against each other. That was nice. Still, I really, really like those games. They were hard fought. Okay, that's a long time ago already, but still. Yeah. You're in Bamberg again. It's very different than in 2019 as well, also because of the weather. Yeah, I agree. Okay, so let's see what will happen now. I think they will restart the game soon. Yeah, I'm really excited if... Are we going to wrap it up? I'm really excited if they're going to make adjustments, if they're going to do something different, or if they're just going to keep playing like that and maybe erase the like the not connecting passes and stuff. Yeah, I think Munich needs to adjust that a bit. I saw some passes coming from Fauna that didn't arrive at the chasers because they were maybe positioned a bit too close to the hoops. They should spread out a bit more, run away from their man a bit more. That's what I would tell them at least. I don't know. Any remarks for Bonn? I cannot think of beat it at the moment. Beat the Seekers if you have control, maybe. Yes. Good tip. Use the ball you have in your hands. But I think the defense from Bonn and also from Munich was really physical, so that was really nice. I'm expecting more of that. Yeah, definitely. It's almost scary how physical it got, right? I mean, I think before the two-arm tackling, we would have had less tackles. Yeah. For sure. And they're immediately very impressive. Yeah. So that's really cool. So now we're going to watch the second final game. And we're really excited. I hope you are too. And I'm getting a call. I think it's a sign we have to leave now. Yeah. So this is nice talking to you, Maike. Yeah. And okay, I think next slot will be someone else. Yeah, hopefully. Bye. Bye. Hallo, wir sind zurück zu Part 2 des Finales der Deutschen Quidditch-Meisterschaft 2022 in Bamberg. Ich bin immer noch da, ich bin immer noch hier aus Leipzig und hier sitzt... Ich bin Tom aus Bochum und ich freue mich sehr, dass ich jetzt das zweite Spiel hier auf dem Livestream kommentieren kann. Oh, das geht schon los. Oh wow, das geht schnell. Schon los. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. 10 Minuten Pause zwischen den beiden Spielen, das erste Spiel, aber wahrscheinlich haben alle, die gerade einschalten, das mitgekriegt, haben die Bonner gewonnen. 80 Schnatzfang zu 50, das heißt, es war gleich auf. Ja, was ich tatsächlich, das haben wir gerade schon irgendwie besprochen, was ich tatsächlich relativ überraschend fand, weil ich gedacht hätte, dass Bonn das taktisch dominiert, aber vor allen Dingen, ja, das ist derselbe Start wie gerade. Im Quaffle-Game lief es am Anfang bei den BonnerInnen nicht so gut. Oh, stark geklaut. Schön. Schön. Und jetzt Fastbreak. Der muss jetzt eigentlich... Das ist mir aufgefallen. Bonn braucht einen Pick und oder einen Screen für Chris Forner. Voll. Also die brauchen jemanden, der praktisch ihn nur beschäftigt und den Drive-Weg bzw. den Shot frei macht. Weil sonst, wenn der vor den Hub steht, dann macht er einfach den Shot zu durch seine schiere... körperliche Masse, ein schieres körperliches Ausmaß wäre wirklich die bessere Umschreibung. Die wahnsinnig schnelle Julia Pugnaghi hatte gerade den Ball.
und jetzt nicht mehr, die 25 von Bonn. Und ich habe ein Déjà-vu. Christian Forner hat den Quaffel und schlendert Richtung. Oh, er hat ihn abgegeben. Ich werde verrückt. An Marinus Stadler, der jetzt noch vorzieht. Zeichen und Wunder. Oh, gegen die Bonner Bieterin. Oh. Interessant. Aber das scheint dann das Adjustment zu sein, so ein bisschen, dass sie versuchen jetzt das Spiel vielleicht über wen anders als über Chris Forner aufzubauen. Dass er praktisch nicht direkt gecherrypickt wird oder rausgenommen wird von der hohen Bonner 3-1. Wie elegant sah das bitte aus, wie sich Leander Troll gerade in den Quaffel gedreht hat. Geschwebt hat. Und die 42, Till Wagner hat wieder den Quaffel, passt ihn zu Hanna Groß. Hoher, hoher Sucht nach einer Möglichkeit, zieht vor, gerade eben jetzt stand vorher noch ein Bieter. Ach, oh. Es sind dürftige Platzverhältnisse. Dürftige Platzverhältnisse, das war, naja. Es ist ein Euphemismus, würde ich sagen. Oh, wir hatten es schon als Wildschweinsuhlplatz benannt. Jetzt Triple. Ja, nee, doch nicht. Nicht mehr, aber trotzdem sind einfach alle drei Bälle in der Keeper-Zone von Bonn. Bin ich mal gespannt, wie Leon das macht. Gerade hat er Dominik den Ball aufheben lassen und ihn zurücktragen. Das macht er wieder. Das finde ich überraschend. Vielleicht will er ihn einfach müde machen. Ja, aber man kann ihn ja auch einfach zwingen, den Ball zurückzukicken praktisch und ihn dann nochmal rausnehmen, um die Zeit praktisch, bis das Beta-Game gesettelt ist, noch zu verlängern. Das sieht mal so einfach aus, wenn Leon ausweicht. Ja. Und der wurde unglaublich, der hat auch so viel geblockt gerade wieder. Das ist wirklich krass. Jetzt ist der Bludger hier ganz, ganz lange weg für immer. Und die Control bleibt einfach mal bei Bonn. Ja. Ja, genau. Aber es ist auch stark gemacht gewesen von München, da nicht den Quaffel zu verlieren. Behält vorne den Ball oder nicht? Wollen wir Wetten abschließen? Oh, Tier. Oh, Tier. Schön ausgewichen. Unfassbar. Ja, aber das war jetzt, glaube ich, von vorne gar nicht. Also, ja. Ganz, ganz viel zu langer Pass hinter die Hoops von Christian Forner. Ja. Und jetzt taktisch aber klug Zeit. Gemacht. Also wenn man den Ball verliert, dann würde ich ihn auch erstmal, also so als Shot-Gebet irgendwie Richtung Hoops werfen. Hatten die Münchner jetzt richtig schön Zeit, um sich in der Defense aufzubauen. Genau. Was sie tun. Weil das ja eigentlich das Tödliche an der 3-1 ist, nicht, dass man die Tore verhindert, sondern vielmehr, dass man halt direkt gefastbreakt wird. Spannend eigentlich, so ein Spiel direkt nochmal zu wiederholen, nachdem man es schon gespielt hat. Ja, wer hat jetzt praktisch die besseren Adjustments? Das sieht nach Over the Neck aus und das geht mit Niklas Müller nicht. Niklas Müller war da gerade eben auch schon im Ref-Team? Nee, wir haben ihn auch vermisst. Ja, ist ja auch praktisch noch Bochumer im Herzen. Ach so, ja gut. Als. Oh, jetzt gibt's eine Ansage vom Ref. Ich bin gespannt. Fallen uns die Ohren ab oder nicht? Ich wollte gerade sagen. Das interessiert die Leute da draußen überhaupt nicht, ob uns die Ohren abfallen. Ja, die wollen gar nicht wissen, wie wir uns fühlen. Was ich ja wahnsinnig süß finde, ich glaube, die Refs machen immer für einen Livestream, für die Regie, so einen Kreis in die Luft. Ich finde, das sollte einfach ein Herz sein. Das sieht aus wie dieses Videobeweiszeichen vom Fußball. Ach so. Und das war das erste Mal, als es jemand gemacht hat hier auf dem Turnier. hat jemand gesagt, oh, Videobeweis, das gibt's bei uns? Na, ja. Ich liebe die Herzchen-Idee. Ja, die Herzchen-Idee, das würde auch für weniger Verwirrung sorgen, auf jeden Fall. Das wäre auch irgendwie nett. Ja, das wäre. Es war einfach so ein bisschen Liebe auf dem Feld. Ja. Und Bonn verteilt Liebe in Form von Quaffeln durch Ringe. Ja, oder auch nicht. Ist dasselbe Problem, was wir gerade schon besprochen hatten. Jetzt mal gucken. Ah, schön, aber jetzt. Ein Fight. Oh, was eine schöne Ballverwandlung von Julia Pugnaghi. Und jetzt könnte man sich Triple vorstellen. Jawohl, genau so. War das schön. Aber das fasst den jetzt bitte nicht an. Okay, fassen Sie den Ball bitte nicht an. Aber haben Sie doch. Irgendwie hat das Kalkül. Ja, ich habe Sie haben sich was dabei gedacht. Ja, langer Pass von München hinter die Hoops. Aber. Da behält den Ball noch. Behält den Ball. Ich bin beeindruckt. Schön, schön. Oh. Schöne Verteidigung aber von Bonn. Ja. Und schöner Kampf von München. Aber beide rennen back to hoops ohne Besen. Ich meine, muss man leider auch sagen, da haben sie es mit zwei der besten deutschen Chaserinnen zu tun, in meinen Augen. Hanna Große und Julia Pugnaghi. Toll. Von denen würde ich auch gerne mal irgendwo weggetickelt werden. Aber wenn ich sagen würde, dass mir das noch nicht passiert ist. Ja, ich müsste, glaube ich, die Position wechseln. Aber wo ist denn der Quaffel jetzt hin? Bin ich eigentlich blind? Ach, Julia hat ihn jetzt Lele. Leander Troll hat den und er macht den Lele-Schritt nach rechts und zieht nach links und wirft über die Hoops direkt in die Arme von Christian Forner. Ja. Lele ist leider irgendwie in diesem Finale noch nicht so richtig angekommen. Das war auch letztes Mal schon, also jetzt im ersten Spiel so, dass er noch sehr unruhig wirkte, irgendwie noch so den Zugriff auf das Spiel sucht. Aber ich bin mir sicher, den wird er noch finden.
Halt so, oh, stark. Stark gelöst. Jetzt muss das, schnell, oh, Entschuldigung, das war arrogant. Unlucky. Unlucky. Das war ein arrogantes Tor. Dingsbums, ja. Meinen kann er ja auch machen. Aber 3 Schritte näher und der Ball wäre drin gewesen. Ja, aber ich glaube, er hatte Blatterdruck. Also ich glaube, er musste abschließen. Dann, also mehr Kulpa. Du sagst hier die schlauen Sachen und ich pöbel. Finde ich richtig gut. Ja, nee, damit kann richtig. Ich leben. Ich wollte gerade sagen, wir ergänzen uns hervorragend. Ist auch interessant. Entschuldigung, weil du musst sagen, nein, das, was du sagst. Nein, das war natürlich überhaupt Quatsch. Nein, Henny, nein. So oh, Quatsch. Guck mal, Verena Winterhalter hält ja. Leon Bürgers ab von ihrem Beater-Buddy, denn die Münchner haben kein Control. Das ist stark. Das finde ich, auch interessant. Ah, das schön. Macht Bonn jetzt seit diesem Turnier extrem. Da nutzen sie die neuen Tackling-Adjustments aus. Oh, sie ist bissig, sie bleibt dran. Ja, ja, ja. Schön. Aber I like Leon forced ihn auch wirklich out of position. Aber das war, okay, das war auch Beat Before, ja, stark. Starker Hassel. Das sah cool aus. Ja, wirklich, jetzt muss er auch runter, weil das war, hat, glaube ich, viel Kraft gekostet. Ja, aber voller Einsatz, ja, das gebührt war diesem Spiel. Ja, war ihr Tor, das sie verhindert hat. Ja, ja, richtig cool. So. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, ja. Bonn spielt praktisch viel Napalm, weil sie hinten in der Defense halt mit der Bludger-Control halt unglaublich viel anfangen können. Oh, jetzt. Oh, stark, schöner stark, Tackle, das sah schmerzhaft jetzt aus. Jetzt der Keeper die Hände dran und dann in 5 Sekunden gehört er Bonn. Alle werfen sich drauf, wer hat ihn? Ja. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hä? Habe ich auch nicht verstanden. Ja. Aber who knows, aber was da alles passiert, da stehen noch die Leon Reste immer direkt erlöst, rum. Chris. Wird das erstmal auseinandergeknotet. Und der Ball geht an den, nicht an den Keeper. Der Keeper zappt nämlich jetzt raus. Ah, für Tilber. Chaser-Regeln. I don't know them. Okay, cool. Und wieder Christian Zimpelmann und ja, wieder nah Motte bei. Zusammen. Jetzt mal gucken, ob Uda genauso stark performt wie Verena gerade. Ja, da ist Chris dran. Jetzt schön der Ball. Schöner Bieterpass. Ich habe auf den Bieterpass gewartet und sie passt ja, wieder zurück. Aber das jetzt haben, das, sie, haben sie für einen kurzen Moment das Quaffelspiel aus den Augen verloren, aber leider konnte Bonn da nicht Kapital draus schlagen. Da hätte ich ja den Cherrypick gerne gesehen auf Till Wagner, wenn er da schon rausläuft. Aber jetzt wieder zentral hinter den Hoops. Und jetzt mal Motte als stark. Ja, schön, jetzt hat sie ihn. Oh, sie hat den Besen leider verloren. Ja. Gut stehen geblieben, Nummer jetzt. Weiß ich nicht. Von, okay, jetzt muss es scheppern. Ja, okay, das. Johannes Zangenfein steht jetzt mit Uda zusammen für München am Bieter. Oh, schöner Kuscheltackle an Christian Zimpelmann. Ich glaube, das ist Lukas Schmidt tatsächlich. Das ist Lukas Schmidt? Das ist Lukas Schmidt. Dann bin ich verrutscht. Okay, dann ist das Lukas Schmidt. Ich habe gedacht, komisch. Stark war der. Gedacht. Oh, ich glaube, da hat sich Till Wagner wehgetan. Bitte nicht verletzen. Ja, ich glaube, da hat er den Stollen von vorne ins Gesicht gekriegt. Die Beine sind lang, die sind überall. Die Beine sind überall, die Arme sind überall. Ja. Ach je. Ja, wir gucken nicht hin. Ja, genau. Vielen Dank. Oh, das war keine Kritik am Livestream. Aber sie haben sie trotzdem sehr gut umgesetzt. Ja, da unten das Triumvirat von Leon, Christian und Leander. Ja. Berät mal kurz. Und im Hintergrund sieht man, wie der Schnatz sich schon warm läuft. Dieses Spiel, glaube ich, Nick Deleu, nachdem wir letztes Mal Timo Köhler, glaube ich, nee, Timo. Niemand schlendert so schön wie Maddox, oder? Ja, aber sonst ist ja immer so, also ich finde es immer spannend, weil es ist ja, auf der einen Seite ist dann so eine Riesenpanik und alle schreien Maddox, Maddox. Mhm. Und diese Menschen, die haben die Ruhe weg und... Hätte ich, also ich glaube, das muss man. Manchmal denke ich auch so, oh, ein kleines bisschen schneller könnte man schon schlendern, ja. Aber... Ich glaube, das ist einfach, weil die sich im restlichen Berufsleben mit Leuten, die unter Umständen irgendwie fast sterben, auseinandersetzen. Da ist so ein bisschen vermeintlich irgendwie ein bisschen Schmerzen. Und weil Panik nichts hilft. Ja, das auch. Das denkt sich auch München und fast ganz besonnen. Was eine Überleitung. Top, oder? Ich finde es Hammer. Als hättest du deinen Lebtag nichts anderes gemacht. Oh, oh schöner schön. Pass. Oh, schönes Wahnsinn. Tor. Ja, es war ein Zucker, Tor. Das Zucker, sah super aber schön Penalty aus. Penalty gegen München, das kommt zurück, leider. War das Monika? Ich glaube... Dings. Ich glaube, es Victoria. War... Oh
Gott, das ist ich würde für uns, so gerne den Namen wissen. Nennen von den Menschen, die dieses schöne Tor vorbereitet und dann auch gemacht haben. Aber ja, also ich glaube, in der Vorbereitung habe ich Chris vorne gesehen. Gibt es davon keinen Replay? Habt ihr keinen Replay? Einfach nur Ehre, wem Ehre gebührt? Ja. Nee. Aber 8 Minuten 3 ist die Spielzeit und es steht immer noch 10 von 10. Ich liebe solche Spiele. Ja. Und langsam weht die Flagge der Münchner im Wind. Aber es regnet nicht mehr. Ist das nicht toll? Ah. Wir geben uns ja auch schon mit kleinen kleinen Dingen zu. Ja. Und jetzt kommt wieder das Herzchen. Ah. Gold Dance. 20 zu 10, glaube ich, hat er gesagt für München. Ach, und no call. Weiter geht's. No call. Schön. So, im Hintergrund wird Till Wagner behandelt. Oh, Control hatte München gerade noch und jetzt wieder. Jetzt immer noch. Aber es ist hart, die zu behalten gegen so ein aggressives Beater-Game. Okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da pressen würde, ja. Und Control verloren. Gut. Und wieder behalten. Mh. Jetzt liegen alle Bälle auf der Münchner Ja, Hand. Aber das war das Tor. Schönes Tor von jetzt Marius. Jetzt gilt es für Chris Stürmer. Timpelmann, nur möglichst schnell zurückzukommen. Und okay, das war jetzt unlucky. Jetzt muss es kurz einen Moment wirklich knistern im Gebälk. Das wird ein Tor. War das eins? Ja, oder? Nee. Ja? Nee. Ja. Nee. Nee, okay. Stark. Das war cool. Ja, ja, Marius Stürmer ist immer ganz kurz drauf, ballert und dann ist er wieder weg. Ja. Aber ist wahrscheinlich, so muss man das auch machen. Und ein neuer Keeper für Bonn. Oh ja, da. Mit einer Nummer, mit Sicherheit. Ja, ich kann fragt, das, das Moment, ist. 18. Das ist Christoph Seeland. Ah ja. Auch Mitglied des Nazio-Trainingskaders. Meanwhile, Lukas und Uda still going strong in the, literally in the Münchner Beta Game. Ja. Mit Control. Aber jetzt würde ich sagen, ich hätte ja gesagt, Uda war safe, aber gut. Und der Quaffel ist immer noch bei Bonn. Sie suchen noch einen Weg, da durchzukommen. Von hier aus sieht es aus, als wäre Bonn körperlich echt alle 20 Zentimeter kleiner mindestens als die Münchner. Schön. Was war das denn für ein Riesenkick? Und er kam auch noch in den Händen von Leander Troll also an. Also ich sage ja immer, man soll den Ball nicht schießen, aber wenn man es kann, dann kann man es halt. Ne? Das ist... Wer kann, der kann und der sollte auch. Ja. Jetzt ist praktisch nur noch der Punkt. Ich hätte gesagt, der war etwas hoch. Ja, das sagt Lele jetzt auch, aber offensichtlich aus Niklas Julius Müller Sicht alles in Ordnung. Jetzt wieder ein klassisches Napalm. Napalm bedeutet, dass man als Bieter seinen Ball zurückwirft und körperlich auf die Defense drauf geht. Ja. Das ist so ein bisschen schade. Ne? Ich habe den Eindruck, Lele hat so eine Shotclock im Kopf und wenn die abläuft, dann sucht er den Abschluss. Obwohl ja da Leon gerade noch versucht hat, Druck zu machen und das No-Beater zu forcen. Das ist so ein bisschen schade. Da muss er vielleicht noch ein bisschen geduldiger sein. Dann wird es auf jeden Fall was. Ja. Oh, schön. Ah, den Ball interessante, ja. Interessant, aber Beat. Das wird nichts werden. So, und jetzt muss der Fass. Ich liebe präzise Beats. Ist das nicht schön? Mm, ah. Was ist passiert? Hast du was gesehen? Da war eine Menge Kontakt zwischen Vorna und Lele, sie versucht haben, beide zum Ball zu gehen. Lele versichert jetzt Niklas, dass alles gut ist, aber er muss trotzdem runter, weil er das Spiel gestoppt wurde für ihn. Ah, okay. Und für ihn kommt drauf... Jemand. Das ist. Hat er gerade mit den Füßen geschlagen, wie ein Nashorn? Ja, ja. der hat das Motto auf jeden Fall verinnerlicht. Das ist die Nummer, die nicht mehr auf unserem Zettel drauf ist. Ja, das ist Chris Müller, meine ich. Es tut mir leid. Also, er heißt auf jeden Fall Chris. Es steht Müller hinten auf Trikot. Ich glaube, das ist richtig. Relativ junger Spieler. Oh, schöne Point-Chaserin, finde ich. Sehr, sehr physisch. Oh, schöner Tackle. Dementsprechend in dieser Situation gar nicht der verkehrte Mann. Aber leider jetzt gerade zu Boden gebracht. Da ist Christoph Seeland aber wieder, den hat er noch. Sehr schön, sehr gut, hervorragend. Und Uda ist rausgesappt und Verena Winter. Ja, dann muss einfach jetzt mehr mit Screens gearbeitet werden. Ich fasse es nicht, es ist doch kein Hexenwerk. Sehr schön, na also. Das ist das 30 zu 20. Entschuldigung, es macht mich fuchsig, wenn so lange No-Beater ist und nichts passiert, das... darf nicht sein. Richtig, oder? Das macht richtig, das kitzelt so und dann... Ja.
Ich sage übrigens immer so langweilig, welche Vita gerade auf dem Pitch sind, weil ich finde, da nee, kann man öfter mal sagen, oder? Da gibt es ja Leute zu Hause, die zuschauen, denen werde ich jetzt nicht gerecht, das sehe ich ein. So ein bisschen. Es ist auch wirklich hart. Aber es ist einfach spannend. Wow. Einfach. Also es tut mir auch leid, wenn die Leute jetzt nicht wissen, was genau passiert, was Napalm ist oder so. Ist mir gerade auch eingefallen. Aber oh. Ah, da, aber. Oh, und er beschwert sich? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich fand nicht, dass das Diving war. Bei dieser Gelegenheit, weil du es gerade schon angesprochen hast, weil es gucken ja nicht nur Leute, die jetzt gerade mitspielen und dann später nachgucken oder Leute, die zu Hause bleiben mussten, sondern auch Omis und Opis und Tanten und Onkel und Leute, die einfach mal, weiß ich nicht, wie die dann durch einen Algorithmus auf YouTube gelandet sind. Oh, wir kriegen eine Ansage. Ja. Yellow Card. Illegal Contact. Habe ich nicht gehört. Irgendwas mit Fuß wahrscheinlich, weil Niklas eigentlich immer anzeigt, wo. Und jetzt hat er das ist unlucky. Das ist Chris Müller, wie gesagt, noch relativ junger Spieler. Yellow Card, Illegal Contact, Charging for the ball. Okay. Also was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir hier die ganze Zeit sagen Control, das heißt, dass ein Team zwei Bludger hat und einer liegt auf dem Boden oder die anderen haben das. Und das ist etwas, was man haben möchte. Charging without the ball war die Kommt Frage. Der Kollege kommt tatsächlich, der Chris Müller kommt aus dem Football, soweit ich weiß, und da ist Charging auch ohne Ball erlaubt. Vielleicht kommt es daher. Vielleicht findet er die Regel einfach doof und ja, genau. Wie gesagt, ich glaube, das ist seiner Unerfahrenheit geschuldet, dass er da so viele Karten kassiert, aber trotzdem wirklich vielversprechender Spieler, muss man sagen. Control bei München, ja. Bemerkenswert. Bemerkenswert, in der Tat. Das wollen sie natürlich auch direkt schön. Absichern, deswegen geht Dominik Düsel auch nur ohne Control nach vorne. Brillante Rückennummer an der Seite. Oh, das war ein. Das wäre ein schönes Tor gewesen, wenn es eins gewesen wäre. Oh, diese Prügelei. Da wäre ich vorsichtig an Christoph Seele. Ja, da guckt er sich auch um. Das hätte auch eine Karte sein können. Konnte es leider nicht so richtig sehen, weil Schuler davor stand. Ja, er ist so ein bisschen in die Nummer 16. Viktoria Spinnrad, die am Boden saß, so ein bisschen reingefallen. Ich hätte da etwas viel Force von hinten gesehen, aber. Michael Bieter aktiv in der Defense. Ja. Super gemacht, wirklich. Und jetzt geht Leon zurück. Und jetzt zurück. Druck von Verena. Oh Gott, um Gottes Willen, was ein Catch. Was? Der Hammer. Achso, ich habe gerade gedacht, Herr Mr. Schatz schon da, was? Habe ich was verpasst? Was hier los? Nein, es war. Oh, hier übrigens, Chaser Game war auch gerade. Ja, egal. Ja, hat er. Ja. Schön Druck von Verena, das ist Alter. So, von hier oben ich habe so den Peterblick. Schöne Übersicht. Ich sehe euch, People. Ja. Ja. Da hat Dominik Düsel wirklich gerade den Ball von Leon gefangen und der kam auf Knöchelhöhe aus vollem Lauf aus der Drehung. Das sieht man nicht allen Tagen. Ja, aber da behält Bonn die Control. Aber das nutzt vorne, ne? Das ist eine kleine Lücke und die darf man ihm nicht geben. Ist das jetzt das 40? Ja, okay, jetzt sollte das Spiel eigentlich gestoppt werden, ehrlich gesagt, jetzt. Weil der Ball so weit weg war? Ja, das war, sonst wäre das eine Fastbreak-Möglichkeit gewesen. Wir sammeln uns, die sammeln sich, wir sammeln uns alle gegenseitig. Ich sollte aufhören, dieses Zitat aus Harry Potter, mit einem Podcast zu machen, das ist einfach in meinem Kopf drin. Wo ist denn der Quaffel? Der Quaffel ist ganz weit hinten in den Händen von Julia Pugnaghi, die jetzt passt rüber zu Marius Stürmer, der leider gebietet ist. Das darf nicht passieren, da lassen sie sich von nur einem Bieter hinten unter Druck setzen, da muss man wirklich sagen, da ist der Pass nach vorne vielleicht doch ein bisschen sicherer als hinten rum. Passiert ist spät, es ist, mein Gott, das ist echt das, krasses Spiel. Das sind High-Level-Kritikpunkte. Ich glaube, Bonn hat heute auch nur ein einziges Spiel gespielt, ich weiß nicht, ob München auch nur ein einziges Spiel gespielt hat. Ja, das ist ja das Turniersystem, die haben beide nur ein Halbfinale gespielt, das haben sie gewonnen. Bonn unglücklicherweise Tor. Gegen uns. Oh, schön gemacht, das schöner Fastback. Bonn. Verdammt, super. Ich weiß nicht, wer es war, aber... Das war Lele. Leander wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das war Marius Stürmer auf Lele und dann... Ich überlege die ganze Zeit schon an einem blöden Witz rum wegen Stürmer und ist aber doch Quidditch und da haben wir doch keine Stürmer. Ja. Aber vielleicht sollte es ab jetzt die Position Stürmer geben und hiermit kann sich da draußen jemand einen witzigen Witz daraus ausdenken. Ja, den hat er bestimmt noch nie gehört. Nö. Mit Stürmer hat man bestimmt ganz, ganz wenig Wortwitze. Mach doch einfach mal unwitzige Witze im Kommentarbereich. Ja, und dann in die Kommis. Herz die am witzigen fand. Witzigen schade, da geht auch... Zwischen auch da ist wieder die Lücke offen und das ist leider unlucky. Jetzt müsste der Fastbreak wieder kommen. Marius Stürmer
requestet auch den Quaffel und jetzt kann es kurz schnell gehen. Würde ich auch machen. Man möge mir den Quaffel geben, damit ja, ich mich nicht man, bewegen muss. Man gebe mir den Quaffel und jetzt. Oh, und er sieht rechts eine muss Chance. Muss es knistern ah, im Gebälk, aber. Ah, oh, hat er noch? Nein. Jetzt hat Leonard Moll nimmt ihn. Aber Christian, Quatsch. Marius Schimmer ist immer noch da. Er könnte ihn noch annehmen. Oh, Lille muss erstmal den Ball sauber machen. Ich meine. Oh, stark. Lukas Schmidt mit dem Catch an den Bonner Hoops. Bonn verliert damit fast Control. Mein Herz hüpft, springt ja immer kurz, wenn du sagst Catch. Und dann denke ich immer, dass ich so ja. verballert bin, dass das irgendwie schon dass seit 5 Minuten der ist. Schnatz da ist. Und ja. ich habe es nicht mitgekriegt. Und dann zweifle ich an mir selbst. Ja. 40 zu 50. Ja. Bonn, München, 16 Minuten und 39 Sekunden Spielzeit. Für alle, die gerade Geschirr spülen oder aufräumen. Ist also, das nicht ein Luxus, diese Kamera? Ja, also eine Nahaufnahme. Sieht auch wahnsinnig, wir sehen ja hier behind the scenes, sieht wahnsinnig professionell aus mit dieser ja. riesigen Kamera. Es gibt mir richtig Tierdoku-Vibes auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen verwackelt. Hier sehen Sie Nashörner in der freien Wildbahn. Julia Pugnagi haben wir dieses Nashorn genannt. Sie trägt den Peilsender seit ihrer Geburt. Und wir haben ihre Vitaldaten auch aufgenommen. Das ist wirklich ein sehr spannendes Exemplar. Das ist ein sogenannter Wolpertinger, ein sehr seltenes Exemplar. Sehr seltenes Tier, ja. Also wir konnten unser Glück nicht... Number 6, Munich, physical contact, after being beat. Second yellow card, therefore ejection. Die zweite Ejection in diesen Finals und das ist unglücklich, weil das ist der zweite Main Quaffle Player von den Wolpertingern. Welche Nummer? Marinus. Marinus, das habe ich gar nicht registriert. Wenn man zwei rote, gelbe Karten hat, dann kriegt man eine rote und das hatten wir vorhin schon im ersten Spiel. Da muss man dann vom Platz verschwinden. Also komplett. Na gut. Das heißt, München jetzt bei einer Minute in Unterzahl oder Bonn kriegt es hin, aus dieser Unterzahl Kapital zu schlagen. Auf ihre Bieter dürfen sie sich jetzt nicht mehr verlassen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Bonn jetzt ab jetzt keine Control mehr einsetzen wird im Quaffleplay. Ah, schade. Denn wir befinden uns bei 17 Minuten und 3 Minuten, bis der Schnatz kommt. Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass Julia Pugnagi auch noch über die zweite Linie geht, aber ja, schön. Das war ja super einfach. Ja. Da hat sich der riesige Marius an den kleinsten Hub gestellt und hat gedacht, ja, mach ich. Ich bin übrigens auch noch da und zack, kam der Pass an. Das ist jetzt 50-50. Damit hat er den Gleichstand erreicht. Die Bonner Beater stehen sehr, sehr tief direkt an ihren Hoops und sehen einfach nur bedrohlich aus, ja. ohne zu werfen bisher. Wird jetzt interessant zu sehen, so nah würde ich ihn eigentlich nicht rankommen lassen. Eigentlich spielt Bonn in so einer Situation noch häufiger mal. Wow, okay. Das war jetzt wirklich seltsam, dass das sie das durchgehen einfach, ja. haben lassen. Ich glaube, also sie machen das, glaube ich, jetzt im Endeffekt wow, mit der Intention. Wow, guck mal, wo der Ball hingeflogen ja, ja. Mit der Intention, Control zu saven. Wow. Das geht aber nicht mit Chris Zimpelmann, der holt die sich zurück, um praktisch so gleich schnell. Am Schnatz zu babbeln. Allerdings war diese Abwehr jetzt nicht wahnsinnig effizient, fand ich, ehrlich gesagt. Meanwhile im Chaser-Game. Die 18 von Bonn steht auch, wie gerade eben, ja. Julia, schon sehr, sehr tief hinter den gegnerischen Hoops. Christoph Seeland lässt sich Passt. Nicht in den... Boah, da steht Hannah Groß. Gott sei Dank, lässt sich nicht in den Shot baiten. Das war kein Tor, sollte es aber auch ja, unbedingt da werden. Jetzt leider schon. Das darf man gegen Chris Forner einfach nicht machen. Der ist zu groß. Ah, schöner letzter Pass. Ja, aber leider nicht zu verarbeiten für Christoph Seeland. So. Was macht die? Schön. Jetzt. Super. Jetzt auf Julia Pugnagi. Die stand für einen kurzen Moment allein an den Hoops. Oh, jetzt hat sie den... Ah, oh, ja. Schade. Oh. Ja. Oh. Da hat sie, glaube ich, überlegt, sie, ob ja, sie kicken soll. Da ich glaube, sie hat es wirklich nicht gemacht, Glück oder? Gehabt, ja. Oh, das wäre sowas von eine Karte gewesen. Ja. Aber ich kenne das. Du willst diesen Ball einfach haben und denkst so, ich ja. kann ihn noch kicken, bevor der dran ist. Und dann so, shit, nee, doch nicht. Ja. Aber Dangerous Kick gäbe eine Karte und dann wäre sie raus für eine Minute. Team Snitch chanten die Ränge links von uns. Das ist Nick Delö. Okay, ne? Da ist jetzt, müsste es ein Fastbreak geben.
Und jetzt da kommt der eine vorne wegscreen oder hinter vorne laufen. Okay, da ist der Bludger wieder da. Oh ja. Okay, da war ich auch zu gierig offensichtlich. Man merkt den Chaser. Oh, stark. Oh, das schön. Das wird eine Karte geben. Toller Tackle. Leider, Giulia Punagi wird jetzt runtergehen für Contact from Behind. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe bloß das Fliegen gesehen und deswegen habe ich mich gerade gefreut. Ich würde mich natürlich nie über einen illegalen Tackle freuen. Nein, nein, nein. Yellow Card, illegal Contact, coming from behind. Contact from behind. Denn im Quidditch darf man nur unter bestimmten Bedingungen von hinten tackeln und man muss nämlich schon feststehen und darf den Schwung nicht mitnehmen. Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal erklärt. Egal, gibt bestimmt neue. Und das ist teilweise sehr schwer umzusetzen. Und in dem Fall ging es schief. Es gibt, ich wollte gerade sagen, es gibt zwei in der Sinbin für Bonn. Oh, die Sucher sind schon bereits, ja. Ist noch 3 Sekunden, oh, stark, drei, zwei, Kontakt eins und die Leander Sucher Troll. Gehen los. Und die, der jetzt Sucher muss, von jetzt Bonn ist schon fast. Fast Break von Bonn. Hoffen wir es. Ich jetzt. Zwei Bludger liegen frei in der Bonner Hälfte. Bonner Seeker ist dran am Schnatz. Ja, das Snitch und Pitch ist Bonns wirklich große Stärke, muss man sagen. Lorenz Posch am Schnatz für die für Bonn. Wo ist Seeker? Da hinten ist der Münchner Seeker, dessen Nummer ich nicht mehr lesen kann. Das ist die 3, das ist Florian Messmer. Okay. Hat mal eine ganze Zeit für, Moment, ich habe es gerade irgendwo gelesen, für die Bristol Bears und die Werewolves London gespielt. Oh, Werewolves of London ist natürlich eine Hausnummer. Ja. Boah, das war ein Beat von Leon auf den Seeker. Ja. Aber Uda ist auch am Start. Der bewegt sich auch so schnell, wie soll man da genau wissen, Uda ob er von hinten, auch Leon sieht's. Ja, da scheint die Aufteilung relativ klar zu sein. Das war ein sehr langer, sehr weit entfernter Beat. Ah, es war gar kein Beat, da stand ein Beater Buddy, alles klar. Ich glaube, die Idee ist halt, dass sie sich rechts und links vom oh, Schmerz aufstellen. Oh, Tackle an Leon Bürgers. Oh ja, oh. Das, wie witzig war denn der Ball gerade gefangen? Das sah schon irgendwie witzig aus. Ist er noch on Broom? Ja, jetzt. Oh. Da gab es, glaube ich, potenziell Diskussionen, ob das legal war oder nicht. Ich bin gerade überfordert von der Schnelligkeit. Ja, hier passiert gerade so viele Fall Bälle überall. Gleichzeitig. Gerade eben hatte Bonn noch Kontrolle, jetzt nicht mehr, jetzt gleich wieder. Jetzt haben sie 3. Ja, und es dauert da ein bisschen. Sie auch das Tor. Ich glaube, jetzt mittlerweile steht 70-70. Die Scoreanzeige ist nicht mehr korrekt. Oh, oh. Till Wagner, der gerade schon den Schnatz gefangen hat, wirklich nah dran, allerdings etwas illegal. Es gibt einen Bieterwechsel. Es sind jetzt ist Verena wieder drin für Uda. Aber auch sie kann jetzt gerade nichts daran machen, dass Till Wagner jede Menge Zeit alleine mit Nick Delue hat. Nick Delue schickt ihn, und der Seeker aus München warten, dass sie wiederkommt, um gemeinsam raufzugehen. Genau. Schön gemacht, oh. Aber ein nicer Catch. Ah, jetzt möchte ich gerade nicht in der Haut von 99. Ja, Lukas Schmidt. Lukas Schmidt sein. Genau. So, das wird jetzt. Ah, oh, schade, glaube ich. Also. 70-70. Wenn sie es jetzt klug ausspielen, jetzt an die Hoops zu. Da gibt es gleich Hannah, ein Tor für zu, Bonn. Ja, Hannah, oh. Doch nicht. Oh, da ist der Ball zu matschig gewesen. Unlucky. Schöner Pick. Schön rüber verlagert. Der Hoop müsste frei sein eigentlich. Oh, da darf man nicht reindriven. Hoher Kontakt. Im Moment sehe ich viel sehr öfter den Bonner Seeker am Schnatz. Jetzt gerade gar niemanden. Ja. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Münchner Mensch. Schade. Und wieder raus. Das muss so frustrierend sein. Das ist ein schreckliches Gefühl. Hut ab für alle, die Bock den auf Bonner Seeker. Oh, wow. Der war gefangen von Leon Bürgers. Also nicht der Schnatz. Das ist aber auch wirklich ein guter Schnatz. Der sieht nicht so aus wie so ein riesen Trümmer von Typ. Und der rennt auch nicht immer rum, wie das gerne mal schlankere, kleinere Schnätze machen. Oh, ah, ist aber stark. Unfassbare Awareness, dass er den noch gesehen hat. Da hatte ich kurz ein bisschen Sorge um ihn. Aber stark jetzt aussteigen gelassen. Jetzt muss einfach der Ableger auf den kleinen Hut muss einfach mal kommen. Oder man... Oh, da hat er ihn aber... Aber da hat er den Beater übersehen. Ja, das war ein Beat. Okay. Meanwhile, Schlachtfeld vor den Hoops, ne? Oh, hä? Ach so. Ja, das war so ein bisschen... Da ist ein Schnatzfang für Bonn. Ist das der Schnatzfang? Damit hätte Bonn gesiegt. Und das ist der, für mich Neuling, die Nummer 15. Jan Willix. Ja,
Wir spielen Bonn ja relativ häufig in der NRW-Liga. Und guck mal, das ist die Wiederholung, sorry. Oh ja, den hat er die ganze Zeit schon gemacht. Ah, das sah richtig gut aus. Ich weiß nicht, was sich Nick Delö dabei gedacht hat, ehrlich gesagt, okay, sich da irgendwie rumzudrehen. Natürlich wissen die Refs, die natürlich die bessere die Ausbildung haben und die bessere Sicht, ja, die wissen das natürlich besser als wir, aber aus meiner bescheidenen Sicht. Oh, jetzt sind wir ganz nah, hautnah dran. Jetzt wissen wir, wie es sich anfühlt. Oh Gott. Oder wir können es zumindest irgendwie, wir können so nah dabei sein wie eben möglich. Die Spiegelneuronen fühlen mit. Ja. Ja, wenn oh Gott, wie die sich freuen, würde mich auch freuen. Ist das... Holy shit! Das war der zweite Sieg. Und damit ist es vorbei. Damit ist es vorbei. Wow! Souveräne Leistung. Das war krass. Ja, also muss man ja wirklich sagen... okay. Da hat sich gerade einer in den Schlamm geworfen und wirft mit Schlamm. Also erst sich und dann den Schlamm. Und die... Das war ein Kampf, die können sich freuen, zu Recht, und München tanzt auch mit. Ich hoffe, sie sind alle zufrieden mit ihrer Leistung. Ja. Sie können es sein, es war wahnsinnig schön zuzugucken, das war tolles Quidditch. Ja, muss man wirklich sagen, also ich habe ja vorher gesagt, ich war überrascht, dass in der im ersten Spiel in Range war, auch dieses Mal war es wieder in Range. Und man muss sagen, das Snitch und Pitch oder Swim Game von Bonn ist unschlagbar im Moment, also oder beziehungsweise ja im Moment der große Unterschied zwischen ihnen und München gewesen, auch zwischen ihnen und uns gewesen im Halbfinale. Die haben Leute, die dermaßen erfahren sind und mega gut. Ja. Bewegt eure Hüften und tanzt den Wolpertinger. Gibt's auch mit extra Schafen und Senf. Ja. Bewegt eure, würde ich jetzt auch gern tun, mir ist nämlich, ich bin richtig festgefroren. Ich bin ein bisschen leer jetzt. Mein Kopf ist jetzt leer. Ich freue mich, diese zwei Spiele gesehen zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die mit Jojo und mit dir zu kommentieren. Ich hoffe, da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall nachgucken. Ich muss das nochmal sehen. Und ich denke, also irgendwie strahlt die Freude da unten bis hier hoch, auch bei dem Team, das verloren hat. Ja. Ich hoffe, sie sind nicht heimlich traurig. Also ein bisschen schon, aber ich hoffe, die Freude übersiegt, so sagt man das nämlich. Ah, toll. Es kommt bestimmt auch wieder noch eine Analyse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch eine Analyse kommt. Können doch unsere Fans hier nicht so zurücklassen. Von mir kommt sie jedenfalls nicht. Ja, ich habe schon alles gesagt, was ich zu dem Spiel zu sagen hatte. Also ich auch. Bonn hat es nicht geschafft, mit ihrer 3-1 so stark Druck zu machen, dass sie über Fast Breaks schnell out of range ziehen konnten. Mhm. Aber dafür eben im Swim Game dann die Sache so gut gemacht, dass... Schau mal die glücklichen Gesichter im Bild. Dass München nicht genug Zeit am Schnatz hatte, um wirklich zu fangen. Mhm. In beiden Spielen nicht. Ja, und dann ist halt so, Bonn hat eine Auswahl an Seekern. Also sie haben ja drei Main-Seeker mit Till Wagner, Laurenz, ich vergesse Lorenz. Lorenz Posch und Jan Willix. Ja, und das war der Unterschied jetzt, ne? Ich würde mich jetzt gern verabschieden. Ja. Ich gehe mich jetzt umziehen und ich habe noch eine Autofahrt vor mir. Oh ja, ihr müsst heute nach Hause fahren. Ja, ich kann, aber wir fahren ja auch nur 3 Stunden nach Leipzig. Ja, okay. Puh. Ja, hi. Hallo. Ja, nee, fährst du heute noch? Nein. Ich werde mich an der Bamberger Braukunst gütlich tun. Oh, das würde ich auch gern. Ja. Aber, alas, I can't. Ja, schön, dann haben wir jetzt schon 50.000 Mal versucht, uns zu verabschieden. Wir verabschieden uns, ich verabschiede mich jetzt jedenfalls richtig. Ich werde mich nicht alleine hier hinsetzen und was erzählen. Wieso denn nicht? Vielleicht bist du einfach der Typ dafür. Ja, nee, das sehe ich mich nicht. Es gibt schon genug weiße heterosexuelle Männer, die ihren Senf in Äther blasen haben. Ich denke, das tut der Welt ganz gut, wenn wir mal den Mund halten. Wie wär's mit einem Podcast? Schau doch mal einen Podcast mit deinem besten Kumpel. Okay, cool. Ja, perfekt, alles klar. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.